Der große Schlagabtausch zur Nationalratswahl 2019. Live aus dem Salzburger Landestheater. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Salzburger Landestheater. Als Intendant darf ich Sie ganz herzlich hier begrüßen. Morgen Abend wird schon der despotische Herrscher Caligula diese Bühne beherrschen. Heute geht es wesentlich demokratischer zu. Wir geben dieser Podiumsdiskussion sehr gerne eine Bühne, denn das Theater war immer ein Ort, an dem die Möglichkeiten des gesellschaftlichen Miteinander ausgelotet wurden und an dem seit der Antike tagespolitische Themen verhandelt wurden. Ich begrüße ganz herzlich die Moderatoren des heutigen Abends, Antonia Gössinger und Manfred Perterer, sowie die Spitzenkandidatinnen zur Nationalratswahl. Danke, danke sehr, Karl Philipp von Maldechem war das jetzt, der Intendant des Salzburger Landestheaters. Nationalratswahl 2019, der große Schlagabtausch, meine Damen und Herren, noch einmal herzlich willkommen im Landestheater Salzburg, beziehungsweise im Livestream oder auch zu Hause im Fernsehen. 6 Zeitungen, eine Diskussion. Ich begrüße Sie im Namen von Oberösterreichischen Nachrichten, Vorarlberger Nachrichten, Kleine Zeitung, Tiroler Tageszeitung, die Tageszeitung Die Presse und natürlich den Salzburger Nachrichten recht herzlich. Am 29. September sind 6,4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher dazu aufgerufen, die 183 Abgeordneten zum Nationalrat neu zu wählen. Ziel unserer Veranstaltung heute hier am Abend ist es, von den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten konkrete Antworten auf die brennenden Zukunftsfragen dieses Landes zu bekommen. Wir wollen keine Vergangenheitsbewältigung betreiben. Die wurde in den letzten Monaten, Wochen und Tagen auf offener Bühne reichlich ausgeführt. Uns geht es darum, dass wir von Ihnen verbindliche Aussagen bekommen, an denen Sie dann im Vorfeld der Wahl von den Wählern zu messen sind und auch vor allem nach der Wahl. Ja, wir bedanken uns noch einmal bei unserem Gastgeber hier, weil ich glaube, der Rahmen ist einfach toll für so eine politische Veranstaltung und wir freuen uns, Sie heute durch diesen Abend führen zu dürfen. Sie ist, wie gesagt, meine Kollegin, Chefredakteurin Antonia Gössinger von der Kleinen Zeitung in Kärnten und Osttirol. Und Manfred Perterer, Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. So, und jetzt kommen wir zu unseren Gästen und die sind heute für die ÖVP Sebastian Kurz. Frau. Frau Pamela Rendi-Wagner, SPÖ. Guten Abend. Norbert Hofer von der FPÖ. Guten Abend. Beate Meindl-Reisinger, NEOS. Peter Pilz von der Liste Jetzt. Werner Kogler, Die Grünen. Meine Damen und meine Herren, Herr Kurz, wir sind hier in einem Theater und manchmal hat man auch als Zuseher, als Konsument das Gefühl, das ist auch, die Politik ist eine Art von Theater. Entdecken Sie da auch Gemeinsamkeiten, wenn, dann wo, oder ist das für Sie was völlig Unterschiedliches? Ich würde jetzt gern sagen, es ist was völlig Unterschiedliches. Ich bleibe ehrlich und sage, leider Gott, es gibt manchmal Parallelen. Ich glaube, das ist weder gut fürs Theater noch für die Politik. Aber was den heutigen Abend zumindest betrifft, bin ich optimistisch. Chefredakteur Perterer ist ein strenger Regisseur, also vielleicht wird es Ihnen gelingen, dass es zwar auf einer Theaterbühne stattfindet, aber nicht zu einem Theaterstück verkommt, die Diskussion. Frau Rendi-Wagner, wir haben gehört, es gibt Gemeinsamkeiten. Was trennt denn Theater und Politik? Also wir sind zwar in einer großartigen Theaterstadt hier in Salzburg, aber ich glaube, die Aufgabe oder die Aufgabenstellung von Politik und Theater ist eine grundsätzlich andere, kann was anderes am Ende rauskommen. Aber die ursprüngliche Aufgabe ist eine andere. Theater dient der Unterhaltung, dient aber auch der kritischen Hinterfragung zeitgenössischer Prozesse, auch der Politik, soll zum Nachdenken anregen
Und für mich hat die Politik eigentlich nur eine einzige Aufgabe, konkret das Leben der Menschen zu verbessern. Herr Hofer, ja, bitte. Herr Hofer, im Theater spielt jeder eine Rolle, im Leben auch oft und vor allem in der Politik. Oder wie ist es bei Ihnen, wenn Sie auftreten, eine bestimmte Rolle und dann als Privatperson eine völlig andere? Ich glaube, dass es in Wirklichkeit viel zu anstrengend ist, zu versuchen, eine Rolle zu spielen. Vor allem, wir sind ja alle schon länger in der Politik und man kann sich nicht ewig verstellen. Naja, nicht ganz lang, aber auch man kann sich ja nicht über ein Jahr verstellen. Das geht einfach nicht, man merkt das auch. Deswegen ist es gescheiter, gar nicht erst zu versuchen, großartig eine andere Person zu sein. Frau Meindl-Reisinger, auf der Bühne wird gefetzt, um es salopp zu sagen, gibt es so etwas wie parteiengrenzenüberschreitendes Vertrauen oder Freundschaften hinter den Kulissen? Ja, selbstverständlich gibt es das. Also es ist ja ein Umfeld wie jedes andere Umfeld, wo Menschen arbeiten und immer da, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es Sympathien und auch Antipathien. Aber wenn auf der Bühne gefetzt wird, dann genauso hoffentlich wie in der Politik, nur mit falschen Dolchen, die dann einklappen, wenn es wirklich sozusagen zur Sache geht. Also ich glaube, überall geht es darum, dass auch Menschen miteinander in einen Austausch kommen. Und das ist ganz natürlich, dass es manche gibt, mit denen man leichter sich tut und manche, mit denen es sich ein bisschen schwerer tut, glaube ich. Herr Pilz, in welchem Stück wähnen Sie sich gerade und welche Rolle würde denn am besten zu Ihnen passen? Nicht das Krokodil, wenn es vielleicht wer glaubt hat. Und bitte, 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 das Stück muss unbedingt in Salzburg spielen und nicht in Ibiza. Darauf lege ich einen größten Wert. Sonst ist mir alles recht. Ich glaube, wir haben da sehr unterschiedliche und sehr talentierte Darstellerinnen und Darsteller versammelt. Das Stück schreiben wir gemeinsam. Und die Premiere ist am 29. Mhm. Und ich hoffe, dass ich dann noch weiter mitspielen darf. Danke, danke. Herr Kogler, Sie hauen ja gerne auf den Tisch. Uns ist ja noch in Erinnerung eine recht heftige Aussage, die Sie vor einiger Zeit getroffen haben. Wie ist das? Hauen Sie nur auf der Bühne auf den Tisch oder auch hinter den Kulissen? Naja, ich bin ein bisschen ungeduldig und dann kann schon passieren, dass man auf den Tisch haut, mein Gott, aber das würde ich jetzt gar nicht groß weiter kommentieren wollen, aber Sie haben eingangs ja die Geschichte der Theaterkunst in die griechische Antike einmal verlegt und auch dort starten lassen, völlig zu Recht. Und was mir halt auffällt, und insofern war es ein bisschen nicht nur Theater und auch schmerzhaft, ich denke auch für manche Österreicherinnen und Österreicher, dass im Haus am Ring, im Parlament, das ist ja ein neoklassizistischer Baustil, mit der Arena im Plenum, jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, jetzt geht man ein bisschen ab, da kann man schon ganz schön flott auftreten, aber mich sollte das und Sie vielleicht auch sollte das erinnern, dass wir in diesem wunderbaren und demokratischsten Theatersaal Österreichs gerade eben nicht vertreten sind. Und das wollen wir nicht ganz vergessen, weil uns die guten Umfragen möglicherweise dann wieder einen anderen Theaterplatz zuweisen. Danke, Herr Kogler. Danke für diese erste Runde. Da sehen Sie, es geht auch gesittet. Eine zweite Aufwärmrunde möchten wir dem Thema Glaubwürdigkeit widmen. Und da werden wir jeden Kandidatin und jeder Kandidatin eine auf Sie zugeschneiderte, maßgeschneiderte Frage stellen. Und wir bitten Sie um eine kurze Antwort. Herr Kurz, Ihr bevorzugtes Thema bisher war ja die Migrationspolitik. Sie argumentieren Ihren harten Kurs auch zuletzt in der Frage der Seenotrettung damit, dass Sie sagen, es müsse viel mehr Hilfe vor Ort geleistet werden, nämlich in den Staaten, woher die Menschen flüchten. Nur unter Ihnen als Bundeskanzler sind die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit und auch für die Entwicklungshilfe, also dafür, gesunken. Ist das dann eine glaubwürdige Migrationspolitik? Die Fragestellung ist schon falsch oder die Zahlen, die Sie zitieren, sind nicht richtig. Insofern
wenn man ja, so ich sagt, berufe mich auf die OECD, auf den jüngsten Bericht der wenn OECD. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann merken Sie, dass wir den Auslandskatastrophenfonds unter meiner Federführung als Außenminister und danach als Bundeskanzler zum Beispiel vervierfacht haben. Wir haben auch die Entwicklungszusammenarbeit, glaube ich, auf einem sehr soliden Niveau. Wir investieren rund 1 Milliarde Euro. In Europa leisten wir auch unseren Beitrag. Die Europäische Union leistet weltweit über 50% der Entwicklungszusammenarbeit Gelder. Also ich glaube, wir tun als Österreich und wir tun als Europäische Union sehr viel. Mehr ist immer gut. Ich glaube, dass in der Entwicklungszusammenarbeit nicht nur um die Frage geht, wie viel Geld, sondern auch, kommt es überhaupt an? Da sollten wir viel besser und viel treffsicherer werden. Und einen letzten Satz, weil Sie es verbinden mit der Migration. Ich würde es ganz gern auseinanderhalten. Das eine ist unsere moralische Pflicht, vor Ort zu helfen, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Das bedeutet aber nicht, dass deshalb weniger Flüchtlinge zu uns kommen, weil fliehen können bekanntlich nur Menschen, die sich auch einen Schlepper leisten können. Das sind meistens nicht die Ärmsten der Armen. Insofern halten wir die Themen auseinander. Das eine moralische Pflicht, das andere wird ohne Außengrenzschutz nicht gehen. Da haben wir unterschiedliche Meinungen, das haben wir beide eh schon oft auch nicht auf offener Bühne diskutiert. Frau Rendi-Wagner, an Sie jetzt gerichtet die Frage. Sie haben sich in der Vergangenheit wiederholt gegen eine Regierungszusammenarbeit auf Bundesebene mit der Freiheitlichen Partei ausgesprochen. Sie üben aber Koalitionszusammenarbeit etwa im Burgenland oder auch auf kommunalen Gebieten mit dieser Partei. Ist das besonders glaubwürdig? Also ich sage, auf Bundesebene kann ich entscheiden. Das ist meine Aufgabe zu sagen, wer ein potenzieller Koalitionspartner für mich ist nach dem 29. September. Auf Länderebene ist Ländersache. Da geht es um wichtige kommunale Aufgaben. Die sind anders als auf Bundesebene, wo es um Sicherheit, innere Sicherheit, Außenpolitik, Verfassung, Geheimdienste und dergleichen geht. Aber ich sage, weil Sie das Burgenland angesprochen haben, wir wissen, dass Hans-Peter Doskozila, Landeshauptmann, ja die Zusammenarbeit aufgekündigt hat und eine vorzeitige Neuwahl auch im Burgenland für Anfang 2020 in Aussicht gestellt hat. Das wird auch so sein. Und ehrlich gesagt, was ich mir wünsche, eine absolute Mehrheit für Hans-Peter Doskozil, dass sich die Frage für ihn nicht nochmal stellt. Danke. Herr Hofer, angesichts der vielen sogenannten Einzelfälle in Ihrer Partei, die ein seltsames Verhältnis mancher ihrer Funktionäre zur Vergangenheit vermuten lassen, wurde ja eine Historikerkommission eingerichtet. Sie haben eine schonungslose Aufarbeitung der Parteigeschichte versprochen. Bisher vorgelegt wurde ein Kurzbericht und offensichtlich wird das Publikum oder die Wähler und Wahlberechtigten vor der Nationalratswahl nicht in Kenntnis des gesamten Berichtes kommen. So sieht schonungslose Aufarbeitung nicht aus. Ist das glaubwürdig? Nun, ich habe die Partei vor kurzem übernommen, habe mir verschiedene Dinge vorlegen lassen, auch den Status zum Historikerbericht. Er war noch nicht fertig. Und ich musste dann entscheiden, gar nichts zu veröffentlichen oder erst nach der Wahl zu veröffentlichen oder zumindest einen Zwischenbericht abzugeben. Das habe ich getan. Es gab dieser Tage einen Termin in Israel mit Experten, die den Bericht bewerten und ganz bestimmte Kapitel bearbeiten. Und der Bericht wird im Oktober vorgelegt werden. Und ich hoffe, dass das ein Beitrag sein wird, auch zur Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Ich bin Jahrgang 71, das heißt, ich habe das Glück des Spätgeborenen, aber auch die Verantwortung als Parteiobmann einer Partei, so wie der Obmann jeder Partei, auch die eigene Geschichte zu beleuchten. Frau Meindl-Reisinger, die ÖVP, SPÖ und Freiheitlichen haben vorab einer Pensionserhöhung ihre Stimme gegeben. Sie müssen es ja noch beschließen, aber Sie haben es angekündigt, nämlich die kleinsten Pensionen um 3,6% erhöhen zu wollen, die anderen um 1,8. Sie wehren sich gegen diese 3,6. Auf der anderen Seite sagen die Neos in all ihren Programmen, wir wollen, dass die Ärmsten Geld bekommen. Ist das glaubwürdig? Jetzt muss ich sagen, war ich sehr gespannt auf die Frage, weil ich glaube, bei uns muss man schon sehr viel konstruieren, um irgendwo etwas zu finden, was nicht glaubwürdig ist. Worum geht es denn da? Und ich habe das heute auch diskutiert, weil jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, ihr gönnt den Pensionisten
keine Pensionserhöhung. Und ich habe darauf gesagt, das ist doch keine Frage des Gönnens, weil wenn es nach dem Gönnen ginge, dann muss man doch die Frage auch stellen, warum gönnen Ihnen den SPÖ, ÖVP und FPÖ nicht 10% plus oder 20% plus? Es geht doch darum, dass man kurz vor einer Wahl hier einen Beschluss fasst, entgegen dem, was man eigentlich gesagt hat, keine großbudgetrelevanten Beschlüsse, die eine deutliche Mehrausgaben bedeutet. In etwa, ein bisschen weniger, aber 500 Millionen Euro mehr. Wir NEOS haben immer gesagt, es ist wichtig und richtig, dass die Pensionen valorisiert werden, 1,8%. Da wünsche ich mir auch, dass sich die Pensionisten automatisch darauf verlassen können. Aber das darüber hinaus, das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und ich habe da ein paar Vergleiche. Wir haben Grundfunktionen des Staates bedroht. Das Bundesheer sagt, es ist so marode, dass die umfassende Landesverteidigung nicht sichergestellt werden kann. Die Justiz wird ausgehungert. Also in der letzten Bundesregierung waren mehr Mitarbeiter für PR und Marketing zuständig, als die Staatsanwaltschaft, Korruptionsstaatsanwaltschaft Staatsanwälte hat. Und das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Sie wissen, dass uns das Thema Nachhaltigkeit, Generationenfairness ein großes Anliegen ist. Und ein letzter Gedanke noch, so viel zum Thema Glaubwürdigkeit. Wir kämpfen dafür, dass der Generationenvertrag, der Österreich stark gemacht hat, nachhaltig gesichert ist. Uns geht es um die Sicherung der Pensionen für unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Danke. Herr Pilz. Sie waren Jahrzehnte Abgeordnete der Grünen im Nationalrat. Sie haben das Parteistatut gekannt. Sie haben das Parteistatut maßgeblich auch mitgestaltet. Und als es im Jahr 2017 bei der Kandidatenlistenerstellung darum gegangen ist, dass Sie nicht den Platz bekommen, den Sie gern gehabt hätten, haben Sie die Partei gesprengt. Ego vor Überzeugung, ist das glaubwürdig? Nein, schlicht und einfach Demokratie und politische Grundsätze. Ich bin auf den Grünen Bundeskongress gemeinsam mit dem Werner Kogler gefahren und wir haben beide uns demokratischen Wahlen gestellt. Und ich bin nicht gewählt worden und ich bin dann vor den Kongress getreten und habe gesagt, mit größtem Respekt nehme ich einen. Viele, die zu den NEOS gegangen sind, haben eine Geschichte, eine ganz klare und untadelige Geschichte früher in der ÖVP und haben gesagt, wir vertreten andere Prinzipien und wir bitten um kurze und Antworten. Das ist meiner Meinung nach richtig, in bestimmten Situationen auf sein Gewissen zu hören und sagen, wenn ich die anderen nicht überzeugen kann, dass das der Weg ist hin, in dem Fall zu einer ökologischen Volkspartei, dann ziehe ich die Konsequenzen und versuche andere zu überzeugen. Ich bin diesen Weg gegangen mit allem Risiko. Ich glaube, das ist in einer Demokratie das Allernormalste. Herr Kogler, Sie sind vor wenigen Wochen ins EU-Parlament gewählt worden als Spitzenkandidat der Grünen, haben das Mandat in Brüssel und Straßburg aber nicht angenommen, treten jetzt als Spitzenkandidat der Grünen für die Nationalratswahl an. Es heißt also nicht unbedingt, dass Sie auch im Nationalrat dann sein werden. Ist das glaubwürdig? Von hinten nach vorne. Also es ist ja tatsächlich nicht sicher, dass ich im Nationalrat bin, weil zuerst die Grünen wieder mal reingewählt werden müssen. Aber ich kenne den Hintergrund Ihrer Frage, die ist völlig berechtigt und hat auch was Ernsthaftes. Deshalb haben es wir uns und ich mir auch nicht leicht gemacht. Aber so viel. Die Entscheidung, dass ich als Spitzenkandidat zum Europäischen Parlament antrete, ist de facto im Oktober 2018 gefallen. Das war ungefähr noch ziemlich genau ein halbes Jahr vor diesem seltsamen Ibiza-Video. Das ist ja immer so verharmlosend. Also wie gesagt, Wahrheit dahinter verbirgt sich ein blauer Skandal, den die Türkisen ja mit ermöglicht haben. Das habe ich nicht geplant. Das haben wir nicht beabsichtigt. Es eröffnet zumindest die Chance, auch für die anderen Mitbewerberinnen und Mitbewerber, dass man da schneller was tun kann. Für die Grünen ging es darum, in dieser Situation, wo wir uns überhaupt erst anderthalb Jahre der Wiederauferstehung gewidmet haben, wie können wir ein starkes Team für diese dann ausgerufenen Nationalratswahlen aufstellen. Und zu 95-98% ist das bei uns so ausgegangen, dass ich das machen soll. Aber was ich für viel wichtig und leicht war es nicht, weil ich habe dann auch noch was 74.000 Vorzugsstimmen oder so bekommen. Aber abschließend, die
Angelegenheit war von dem Zeitpunkt weg offen gehalten. Bei der damaligen, aber EU-Spitzenkandidaten-Elefantenrunde im ORF, immerhin über 1 Million Zuschauer, die 4 Tage vor der Wahl war, habe ich das dann auch schon, wissend, was kommen kann, nicht hundertprozentig offen gelassen, ausdrücklich, auch mit dem Hinweis, dass ich gelernt habe, nachdem wir aus dem Nationalrat geflogen sind. Nicht geplant, denke ich. Ja? Und dass ich 2 Tage später Bundessprecher geworden bin, dass ich gelernt habe, nicht so schnell mehr was auszuschließen. Und insofern, glaube ich, war das nicht völlig überraschend, weil hätte ich 3 Tage vorher gesagt, nein, hundertprozentig, dann wäre es wirklich jetzt sogar ein unverzeihlicher Fehler. Aber so war es am Schluss halbwegs offen. Danke. Dankeschön für diese Aufwärmrunde. Ja. Wir kommen zum ersten Sachthema. Das derzeit alles beherrschende Klimathema. Die Ausgangssituation ist auch bekannt. Es gibt einen nationalen Energie- und Klimaplan, der allerdings für die EU-Kommission, von der EU-Kommission als unzureichend bewertet wird und die von Österreich gern Nachschärfungen hätte. Ja, das Klima ist das Wahlkampfthema in Österreich mittlerweile geworden und wir bitten Sie jetzt Farbe zu bekennen. Es gilt die 2-Minuten-Regel jetzt bei diesem Block. Unsere Bitte ist, dass Sie 2 konkrete Maßnahmen nennen, die Sie umsetzen können oder möchten zumindest in Österreich, um die Klimakrise bestmöglich aus unserer Sicht in den Griff zu kriegen. Und wir beginnen mit Frau Rendi Wagner. Ja, das allbeherrschende Thema des Wahlkampfs, die Klimakrise, und das ist auch gut so, weil wir haben 4 heiße Sommer hinter uns und die sollten uns spätestens jetzt darauf aufmerksam machen, dass das Thema schon längst da ist. Ich glaube, 2 Maßnahmen, Herr Bertra, werden nicht ausreichen, um hier wirklich nachhaltige Wirkung zu erzielen und das geht es. Uns rennt die Zeit davon. Deswegen müssen wir viel ambitionierter sein. Wir müssen uns klare Zeitziele stecken. Und ich sage, wir müssen einen Schritt nach dem anderen tun. Und der erste Schritt ist, dass wir sagen, wir bauen dort aus saubere Verkehrsmittel, öffentliche Verkehrsmittel, wo sie derzeit noch nicht sind. Und ich bin froh, dass wir heute sozusagen in die Reichweite in alle Bundesländer haben, weil die habe ich in den letzten 8 Wochen bereist. Von der Obersteiermark angefangen, wo oft sehr wenige Gemeinden angeschlossen sind an den Nahverkehrsbahn, aber auch im Südburgenland, wo um 17.15 Uhr der letzte öffentliche Bus, Bahn sowieso nicht, aber der letzte Bus von Güssing, Bezirkshauptstadt, nach Wien geht. Das ist nicht gut angebunden. Das heißt, wir müssen als erstes einen Ausbau der sauberen Verkehrsmittel der Öffis machen und dann muss es möglich sein für die Menschen, das auch zu verwenden. Das heißt, günstig und leistbar, sozial verträglich. Deswegen schlage ich vor, ein Klimaticket für ganz Österreich um 3 Euro am Tag, aber auch, und das ist wichtig, dass wir dorthin schauen, wo ein starker CO2-Ausstoß ist. Das ist im Lastkraftwagenverkehr der Fall. Deswegen flächendeckende Lkw-Maut auch auf Landes- und Gemeindestraßen. Das bringt auch Geld herein und sorgt dafür, dass auch der Schwerverkehr auf die Schiene verlegt wird. Und es gibt noch viele, viele Maßnahmen, die wir in unserem Konzept, das wir schon seit einiger Zeit vorgestellt haben, auch noch drinnen haben. Danke sehr. Für die Punktlandung auch. Ja? Punktlandung. Herr Hofer, bitte, wir bitten auch Sie um 2 wirklich ganz konkrete Maßnahmen, die jetzt also vor allem rasch gesetzt werden müssen. Wenn ich 2 Maßnahmen heraussuchen soll, dann würde ich eine Maßnahme erst einmal präsentieren im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Wir investieren ja sehr viel in den Schienenausbau. Das sind 13,9 Milliarden Euro in nur 5 Jahren in die Schieneninfrastruktur. 700 Millionen Subvention in den Personenverkehr jährlich und 100 Millionen Euro in den Güterverkehr jährlich an Subvention. Das passiert alles. Was aber nicht passiert ist, die Unterstützung der Städte. Wir investieren in Wien in den U-Bahn-Ausbau rund 70 Millionen Euro jährlich und das ist richtig so. Aber Städte wie Salzburg, Graz, Linz, Innsbruck und so weiter haben mittlerweile ähnliche Verkehrsprobleme. Daher die Idee der Nahverkehrsmilliarde, die auch schon aufgestellt worden ist, ist budgetär abgedeckt und sollte auch, wenn es nach uns geht, in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden, voraussetzen, damit sich Städte und der Raum um den städtischen Bereich diese Nahverkehrsmilliarde abholen können. Die Verkehrsmaßnahme muss über die Stadtgrenze hinausreichen
und sie muss dekarbonisiert sein. Also das sind die zwei Voraussetzungen. Also Nahverkehrsmilliarde. Zweiter Bereich. Wir haben zwar viele neue Elektroautos, aber mit den neuen Elektroautos können wir die Probleme nicht rasch lösen. Man muss in den Fahrzeugbestand hineingehen und da kann ich sehr viel und sehr rasch etwas erreichen, wenn ich beim Treibstoff von E5 auf E10 gehe. Das heißt, den Anteil von Biosprit sehr rasch erhöhe und dann auch in E-Fuel gehe. Der ÖMTC rechnet vor, dass wir es schaffen können, bis 2030 nur über diese Maßnahme die Emissionen um mehr als 50% zu reduzieren. Wunderbar, vielen Dank. Herr Hofer, Herr Pilz, Sie sind an der Reihe. Ihre zwei vorwiegenden Maßnahmen. Ja, das ist zuerst einmal die CO2-Steuer, die steuern soll. Schauen Sie, die meisten von uns sind, ich habe den Herrn Hofer da auch gesehen, heute mit der Westbahn nach Salzburg gekommen. Die Westbahn ist schneller, also die ÖBB in dem Fall, die ÖBB ist schneller als das Auto. Und trotzdem fahren die meisten Leute immer noch mit dem Auto. Und da muss man mit Steuern lenkend eingreifen, weil der Verkehr eines der Hauptprobleme ist. Und muss das Geld, das man über die CO2-Steuer einnimmt, mittels einer Klimadividende oder mittels eines Klimabonuses an die Haushalte zurückverteilen. Wir haben ein Modell, also Bruno Rossmann, für uns vorgelegt. Der Budgetdienst des Parlaments hat das beurteilt. Hat gesagt, das geht. Wir haben also jetzt den Parlamentsqualitätsstempel und das oberste Fünftel zahlt mit ca. 100 Euro pro Jahr drauf und das untere Fünftel der Einkommen profitiert, der Haushalte profitiert mit etwa ebenfalls 100 Euro. Das ist die eine Maßnahme. Die zweite Maßnahme, es wird Sie nicht überraschen, ich glaube, ich bin der Einzige da, der das vorschlägt, ist eine differenzierte Fleischsteuer. Heißt, 10% soll bleiben bei Biofleisch, Fleisch aus Massentierhaltung, speziell mit langen Transportwegen, 20%. So, ich will, dass die heimische Landwirtschaft gestärkt und gefördert wird und ich bin gegen die, insbesondere Südamerika, auch in Osteuropa, immer übermächtiger werdende industrielle Massentierhaltung. Ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen kommt genau aus diesem Bereich. Das Geld soll wieder zurückgehen in die Stärkung der Weiterentwicklung unserer Landwirtschaft, in die Umstellung der Landwirtschaft. Und wir können es schaffen, weil ich glaube nicht, dass man Armut bekämpft und soziale Fragen löst durch mindere Lebensmittelqualität und Massentierhaltung. Das geht. Herr Kogler, ich glaube, da trennt sie ja nicht viel von, da trennt sie nicht viel von Peter Pilz, CO2-Abgabe oder ökologische Steuerreform. Was hat denn für Sie jetzt Priorität jetzt insgesamt? Na, zweiteres, die ökologische Steuerreform ist ja viel umfassender als die CO2-Bepreisung. Ich sage nur eingangs so, für alle, die sagen, zwei Maßnahmen reichen nicht, haben recht. Das Umweltbundesamt schlägt vor, immerhin eine regierungsanhängige Institution, 50 Maßnahmen und die weniger sonst passiert, desto mehr müssen wir am CO2-Preis drehen. Das ist ganz logisch, wenn man sich da mit Umweltökonomie beschäftigt hat. Dann, bis auf den Steuervorschlag, und ich weiß, dass die NEOS sich da auch was trauen, ich nehme das gleich dazu, auch wenn wir da unterschiedliche Konzepte haben, traut sich hier niemand sagen, und das ist mir jetzt wichtig, dass wir viel, viel größere Räder drehen müssen. Die Vorschläge, die da zum Teil gekommen sind, spielen sich im Promille- und im Zehntelprozentbereich der Wirtschaftsleistung ab. Wer sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, so wie die führenden Klimawissenschaftler in Österreich, die jetzt nach und nach zu den Grünen bekennen im Übrigen, der wird drauf kommen, dass wir mehrere Prozent der Wirtschaftsleistung drehen müssen. Und wo manifestiert sich das? Erstens in Fehlinvestitionen zurücknehmen, weil nämlich es geht um so viel Geld, dass wir das nicht von den Bäumen herunterholen können. Manchmal habe ich leider bei der Sozialdemokratie den Eindruck. Wo merkt man das? Der Flughafen soll massiv ausgebaut werden. Und das hat nur einen Sinn, wenn dort 40% der Flugleistung zunimmt. Das braucht ja kein Mensch mehr in dieser Zeit. Und die brechen nicht nach Bratislava aus. Also umsteuern. Das gleiche gilt für die Autobahnen, da steckt nur mehr Geld drin. Und das will keiner sagen. Das sind 16 Milliarden, sind 4% der Wirtschaftsleistung. Und wo geht das hin? In diesem Bahnverkehr, von dem da geredet wird. Das muss ja alles bezahlt werden. Die Schnellbussysteme in Südburgenland, wo im Übrigen die Roten schon immer, ich glaube seit dem Zweiten Weltkrieg, regieren tatsächlich, das ist doch kein öffentlicher Verkehr, sondern ein öffentliches Ärgernis, da stimme ich Ihnen zu. Aber das kostet ja alles was und deshalb muss man sich was trauen. Und deshalb vom Bösen das Geld erholen, indem man das besteuert und das Gute wird entlastet.
belastet. Und das ist das gleiche Prinzip für die ökologische Steuerreform, wo wir eben um Milliarden antauchen müssen beim CO2-Preis und nicht einfach irgendwie. Und entlastet wird das über sozial gerechte Maßnahmen und dann ist jeder ein Scharlatan, der sagt, das ist falsch. Wir haben das ausgerechnet, eine sozialverträgliche Klimasteuer, Klimaschutzsteuer ist möglich und sinnvoll und unausweichlich. Danke, Herr Kogler. Frau Meinl-Reisinger, Sie sind jetzt an der Reihe mit Ihren Vorschlägen zur Klimakrise. Also ich bin da ganz bei Werner Kogler. Ich glaube, dass die Dringlichkeit ein Gebot der Stunde ist, etwas zu tun. Und das heißt natürlich CO2 einen Preis geben. Und ich sage sozusagen da gleich an Zögerer und Zauderer, nur Mut, es geht beides, CO2 bepreisen und damit Umweltverschmutzung belasten und gleichzeitig die Menschen entlasten. Uns NEOS ist die Kombination aus Umwelt und Wirtschaft eine Herzensangelegenheit und ohne sich da in Utopien zu ergehen, kannst du nur schnell etwas tun, wenn wir wirklich zu einer ökologischen Steuerreform kommen. So, wir haben ein umfangreiches Konzept auf den Tisch gelegt, das eben zeigt, dass es geht, CO2 einen Preis zu geben, Umweltverschmutzung zu belasten, gleichzeitig aber Steuern, die zum Teil gar nicht lenken, zu streichen, damit eine Entlastung zu schaffen und gleichzeitig vor allem auch die Lohn- und Einkommensteuer deutlich zu senken, indem wir endlich die kalte Progression abgelten, abschaffen und vor allem den Menschen wieder zurückgeben. Dieses Konzept haben wir ausrechnen lassen. Es gibt übrigens auch noch eine Senkung der Lohnnebenkosten in Milliardenhöhe. Also das ist sozusagen jetzt auch in Konjunktursicht etwas sehr Wichtiges. Ausrechnen lassen und ich muss sagen, ich war selber überrascht, dass wir hier das tatsächlich beste Konzept vorgelegt haben, auch im Vergleich zu den anderen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern, weil wir eine CO2-Reduktion im Verkehr um 30% schaffen damit. Also das haben nicht wir errechnet, fantasiert, sondern ein Institut ausgerechnet. Das sind 30% im Verkehr, eine deutliche Entlastung, 7,65 Millionen Tonnen. Und gleichzeitig entlasten wir aber die Menschen, weil das ja immer ein Thema ist. Wir haben uns das auch ausgerechnet bei einer pendelnden Familie. Frau arbeitet Vollzeit, Mann Teilzeit, beide pendeln, haben zwei Kinder. Und die ersparen sich in unserem Modell 1780 Euro und Herr Kurz, die pendeln aus dem Waldviertel, also wir haben hier die waldviertelnde, pendelnde Waldviertlerin hier mitgedacht. Danke es für geht die Tafel. Danke. Herr Kurz, im Lichte der aktuellen Diskussion und angesichts dieser vielen Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, sehen Sie jetzt Möglichkeiten oder sehen Sie Handlungsbedarf, eben den schon vorliegenden Energie- und Klimaplan nachzuschärfen? Wenn ja, in welchen Punkten oder was hat für Sie jetzt, welche Punkte sind für Sie so prioritär in dieser Diskussion? Also ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich Sie bei jeder Frage ausbessern muss, aber der Klimaplan wird erst Ende des Jahres an die Europäische Kommission abgegeben. Es gab einen Entwurf, es gab Rückfragen wie in jedem anderen europäischen... Darf ich die Antwort geben? Ja. Stimmt. Und der ist massiv kritisiert worden von der Kommission. Wir sind die Letzten, Herr Kanzler. Also wir einigen uns, der Entwurf liegt vor und die EU-Kommission ist damit nicht zufrieden, aber bitte Herr Kurz, Ihre prioritären Themen. Jetzt habe ich nur noch 1,30, aber ich werde mich bemühen oder schneller sprechen. Also Sie sind so großzügig, Herr Berterer, Sie gleichen sich aus, Sie beide. Sie kennen mich noch nicht. Also mal zum Plan, was eigentlich eine Nebensache ist, wurde ein Entwurf vorgelegt, wie bei den meisten anderen europäischen Ländern auch, gibt es Rückfragen, so ist der Prozess von der Kommission Ende des Jahres, muss er abgegeben werden, also voraussichtlich schon von einer neuen Bundesregierung. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass alle europäischen Länder ihre CO2-Emissionen gemeinsam reduzieren und wir so einen großen Beitrag dazu leisten, dass wir die Klimaziele von Paris erreichen. Ich bin zum einen mir bewusst, dass die Klimakrise eine der größten Herausforderungen ist, die wir als Menschheit haben. Ich bin aber zum Zweiten, und das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, optimistisch, dass wir es schaffen. Und zwar aus folgendem Grund, weil wir als Menschheit schon extrem viel geschafft haben. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Kindersterblichkeit verändert hat, wie sich die Medizin verändert hat, wie viel durch Fortschritt möglich ist,
dann sehen wir, dass, wenn wir wollen, sehr, sehr viel möglich ist. Was mich auch positiv stimmt, ist, dass es eigentlich, wenn man von der CO2-Steuer mal absieht, sehr viele Bereiche gibt, wo sich die Parteien eigentlich einig sind. Wir sind uns alle einig, wir müssen im Verkehr ansetzen, stärker auf Elektro setzen, auf der Langstrecke stärker auf Wasserstoff, auf dem Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur. In der Bundesregierung hätten wir es Nahverkehrsmilliarde genannt, andere nennen es ein bisschen anders, aber das Ziel ist sehr gleich. Also Verkehr ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, wo ich glaube, dass wir vorankommen müssen, ist in der Industrie. Ein Großteil unserer Emissionen kommt aus der Industrie. Wenn die Föste schafft, und die forschen gerade intensiv daran, wenn die Föste schafft, die Stahlproduktion in Österreich mit Wasserstoff durchzuführen, dann reduziert die Föst alleine durch diese Entwicklung die CO2-Emissionen von ganz Österreich um 10%, ein einzelnes Unternehmen. Und ich möchte es nicht ganz ausklammern, aber neben den österreichischen Maßnahmen, weil wir sind leider Gottes nur im winzigen Bereich im Vergleich zur Europäischen Union, USA, China und andere, im Vergleich zu denen ist es notwendig, dass wir auch auf europäischer Ebene vorankommen. Und da gibt es ganz sinnvolle Punkte, die man machen kann, zum Beispiel eine CO2-Steuer oder eine CO2-Bezollung, damit das Fleisch, das aus Südamerika importiert wird, das dort gerade produziert wird, wo jetzt gerade der Regenwald brennt, dass dieses Fleisch höher besteuert ist. Das fördert die heimische Landwirtschaft und führt gleichzeitig dazu, dass die Zölle eine Preisgerechtigkeit herstellen. Jetzt wird der Kollege Werderer streng. Ich bin immer so gemütlich. Ja. Aber jetzt eine schnelle Runde. Eine Frage, Mercosur. Die kann man mit Ja und Nein beantworten, weil Sie haben das Thema auf den Tisch gelegt. Mercosur, Handelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten, ja oder nein? Also das kann man wirklich mit Ja und Nein beantworten. Derzeitiger Stand, nein. Nein. Aber zum Klima dürfen wir schon was sagen, oder? Oder ist es vorbei? Sie kommen. Machen wir jetzt die Mercosur-Runde fertig und dann Sie, Herr Hofer. Ich wäre sehr stark fürs Nachverhandeln, weil wir damit erzwingen können, dass der Regenwald nicht abgeholzt wird. Sagen wir nein, machen die dort weiter, was sie wollen. Wir machen uns stark dafür, dass die scharfen Umweltstandards, die verankert sind, auch Sanktionen bekommen. Ohne Sanktionen ist das Ganze wirkungslos. Wenn man hier aber Sanktionen setzt, ist es ein enormer Hebel, weil es wirklich die Chance ist auf das erste Handelsabkommen, das die Pariser Klimaziele verankert hat, die internationalen Sozialstandards und auch das Verbot des Abholzens des Regenwalds. Und ich habe das gestern auch schon ausgeführt in unserer Diskussion. Nein, ich habe gesagt, wenn die Sanktionen... Ich finde es ein bisschen seltsam, über so ein komplexes Thema mit Ja oder Nein zu beantworten. Wenn Politik so einfach wäre, ganz ehrlich, Frau Gössinger, aber die Entscheidung muss ja gefällt werden. Hier man nicht 20 ja, man Jahre Verhandlungen ob, notwendig. Man muss ja entscheiden, ob man Ja oder Nein sagt. Ja, das war ich ganz klar darin und dazu stehe ich auch weiterhin, dass ich sage, wir kämpfen dafür, dass hier Sanktionen verankert werden, wenn Umweltstandards verletzt werden. Und wenn das gemacht wird, dann ist das eine enorme Chance, weil es den Druck auf Bolsonaro massiv erhöht. Ein Protest auf Twitter wird nicht ausreichen. Okay, Mercosur, ja oder nein? Wir probieren es bei Ihnen, Herr Pilz. Bei mir haben Sie es leicht. Nein, weil nein zu Brandrodung, nein zu Massentierhaltung, nein zu interkontinentalen Fleischtransporten und nein zu unfairer Konkurrenz für die österreichischen Bauern. Klares Nein. Herr Kogler. Ja, deshalb Nein zum derzeitigen Abkommen, das kann man wirklich kübeln, weil dort zwar hinten dran, die sind ja nicht dumm in der EU-Kommission, ja, 20 Jahre in die völlig falsche Richtung verhandelt wurde und dabei sein der Republik Österreich und der EU-Vorsitz hat genau, der ist erst kurz her, genau gar nichts geändert. Nachher kommt das raus und das ist unsanierbar so. Wir brauchen für diese Dinge, die wird der Frau Kollegin Meinl-Reisinger nicht widersprechen, einen Neustart der Verhandlungen, weil das ist möglicherweise einer der wenigen Chancen, dass wir was durchbringen. Aber jetzt tanzen uns die auf der Nase herum und mit diesem Abkommen erzeugt, wenn es so bleibt, dann haben wir einen Brandbeschleuniger für diese ganzen Regenwalddramen, die es da gibt ja, und die perverse Fleischimporte. Ein klares Nein. Ein klares Nein, aber es macht Sinn, neu zu verhandeln, aber wirklich neu. Nachdem das Klimathema so brennend ist, wollen wir Ihnen natürlich jetzt noch die Möglichkeit geben, dass Sie heute noch einmal nachlegen. Also bitte. Aber wir werden jetzt eine Minute einschalten. Zum Gesagten. Bitte. Können wir noch mal zu Umwelt was sagen?
Ich glaube, es ist wichtig, weil ja das Thema der CO2-Besteuerung jetzt nach meiner Wortmeldung nochmal zur Sprache kam. Und das ist eine CO2-Besteuerung auf Treibstoff, auf Benzin, auf Diesel, auf Heizgas, Heizöl. Und da muss man schon wissen, was das an Mehrbelastung heißt. Und derselbe Budgetdienst, der hier schon erwähnt wurde, der dieses Modell durchgerechnet hat für Österreich, sagt in seinem Bericht, und das wird gerne verschwiegen in diesen Wortmeldungen, eine CO2-Steuer selbst in einer sozialen Ausgestaltung bedeutet eine starke Belastung, soziale Belastung für Österreich. Eine Gruppe, bei der dies überproportional stark zutrifft, sind Haushalte im ländlichen Raum mit geringem Einkommen. Pendler, die zum Beispiel auf das Auto angewiesen sind. Ich habe die Obersteiermark zum Beispiel schon erwähnt, wo ich war und viele dort gesprochen habe, die sagen, das ist zynisch zu sagen, Benzin, Diesel wird teurer, geht zum Bahnhof und steigt auf ein sauberes Verkehrsmittel um, weil es keinen Bahnhof und keinen Zug vor der Türe gibt. Und selbst in einer sozialen Ausgestaltung ist es noch immer eine Belastung, weil die Heizkosten steigen, weil selbst Heizgas und Heizöl besteuert wird. Und genau das, wir haben uns das ausgerechnet, ein Gaspreis mit Ihrer Besteuerung würde für eine Einfamilienwohnung am Land zum Beispiel 900 Euro Mehrkosten im Jahr bedeuten. 900 Euro, und das ist der Spritpreis noch nicht einberechnet. Das sind etwa 2000 Euro Mehrbelastung. Und das muss man dazu denken. Und man darf Umweltpolitik nicht gegen Sozialpolitik und soziale Verträglichkeit ausspielen. Das muss uns gelingen, gemeinsam zu denken. Gut, danke, Herr Pilz. Und Frau Meinl-Reisinger, Herr Kurz, wie immer. Herr Pilz. Und genau, Frau Rendi-Wagner, diesen Vorwurf muss ich Ihnen an dieser Stelle machen. Nehmen wir das Beispiel der Pendler her, weil es ein gutes Beispiel ist. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, wir machen die ökologische Steuerreform nicht, weil das hier ungerecht sein könnte, oder ein spezielles, auch finanzielles Förderungs- und Abgeltungsprogramm für Pendlerinnen und Pendler einzuführen. Das war immer das Problem mit der Sozialdemokratie in der Umweltpolitik, dass sie gesagt haben, ja, und dann haben sie gesagt, ja, aber, und dann hat es bumstig gemacht und dann war wieder nichts mehr. Und da müssen wir mal drüber kommen. Weil Zahlen Sie müssen, bei uns Gesichter Wagner, haben, Herr Pilz. Frau Rendi-Wagner, das ist der entscheidende Punkt. Sozialpolitik machen wir nicht über die Zapfsäule, sondern über Steuerpolitik, über Einkommenspolitik und über gerechte Mindestpensionen. Das verdienen sie die Leute. Und eine ökologische Steuerreform, ohne die geht es nicht, wenn wir gegen den Klimawandel was tun wollen. Frau Meindl-Reisinger ist dran. Bitte. Also drei Gedanken dazu. Ich finde es schon bedrückend, dass hier sehr viel, vor allem leider von Vertretern ÖVP und FPÖ, Dinge genannt werden, die eigentlich ohne die Politik passieren. Also Forschung und Entwicklung, Wasserstoff etc., das alles findet ja Gott sei Dank ja auch statt. Was habe ich gesagt, was ohne Politik funktioniert? Sie haben ja auch gesprochen von die Nahverkehrsmilliarde. Aber kann ich, naja, nein, die Nahverkehrsmilliarde nicht, Herr Hofer, das ist ein anderes Thema. Was ist mir wichtig zu sagen dabei noch einmal ist, werden Maßnahmen genannt, die nicht, wo die Politik keinen Einfluss hat. Es gibt aber etwas, was die Politik tun kann und muss. Und jetzt können wir noch zwei Jahre darüber diskutieren, welche Maßnahmen man setzt. Ich weiß, dass das ein Thema ist, Frau Rendi-Wagner, mit der Belastung der Haushalte. Aber habe Mut. Es gibt Modelle, ja, aber nicht die das Mut, auffangen Menschen zu belasten, die nicht umsteigen können. Meine Sorge ist, wenn wir noch zwei Jahre darüber diskutieren, was schön wäre an Technologien oder was schön wäre an einem anderen Wirtschaftssystem, dann kommen wir nicht weiter. Daher mein Vorschlag. Darf ich bitte den Satz verlieren? Mein Vorschlag ist doch, machen wir Nägel mit Köpfen mit einem Klimagipfel, wo wir alle diese Maßnahmen, aber nach der Wahl, dann, wenn wir wirklich in die Umsetzung gehen können, alle diese Vorschläge am Tisch stehen, mit Expertinnen und Experten und durchgehen und das, was wirksam ist, auch wirklich tun als Politik. So. Ja, super. Jetzt kriegen wir schon langsam, bevor wir Wiener Verhältnisse kriegen da, wir sind in Salzburg, Herr Hofer. Ja. Es braucht keinen Mut, um Steuern zu erhöhen. Das ist das Allereinfachste. Wie? Und es ist wirklich halt dann schade, wenn man schaut, was die FÖST jetzt schon bezahlt. Ja. Natürlich, man kann die energieintensive Wirtschaft vertreiben aus Österreich, dann werden die Werke Sie abgebaut. Haben unser Modell nicht das wird gelesen, dann, offensichtlich. Ja, lassen Sie mir ganz kurz dazu was sagen. Ja, Sie wollen Steuern erhöhen. Wir wollen Steuern senken. Zahlen jetzt schon 80 bis 100 Millionen Euro die FÖST, dann geben wir halt weg von Österreich, dann werden die Werke abgebaut, man produziert irgendwann anders, die Arbeitsplätze sind weg. Die soziale Komponente ist bereits erwähnt worden. Sie haben gesagt, Sie schaffen es mit einer CO2-Steuer im Verkehr, was, minus 50%? 30%. 30, das ist hervorragend, das schaffen Sie mit E-Fuel sofort, mit der ersten
Generation der Biotreibstoffe sofort. Mit der zweiten Generation schaffen sie 60% und wenn sie dann in die dritte Generation gehen, schaffen sie bis 2030 89% ohne Steuererhöhung. Das ist das Dossier, das Sie auch gerne, ich gebe es Ihnen gerne mit, sich ansehen können. Also, das ist der eine Punkt. Aber weil Sie vorher gesagt haben, bitte lassen Sie mich doch, weil Sie gesagt haben, die zwei Punkte, die ich genannt habe, gehen ohne Politik. Die Nahverkehrsmilliarde geht ohne Politik. Erhöhung von E5 auf E10 geht ohne Politik. Ich habe nie behauptet, dass die Nahverkehrsmilliarde ohne Politik geht. Sie haben gesagt, die zwei Maßnahmen, die ich vorgeschlagen habe, gehen ohne Politik. Ich habe gesagt, die Frage, welche Technologien geforscht werden, das passiert ohne Politik. Frau Meindl-Reisinger, Herr Hofer, es wird jetzt schwer nachvollziehbar, dieses Privatissimum zwischen FPÖ und NEOS für uns alle. Deshalb ein letzter Satz, Herr Hofer, Sie waren dran, dann kommt noch Herr Kogler und Herr Kurz zum Klima. Bitte. Also ich würde einfach bitten, sich nicht permanent in Steuerfantasien hinzugeben. Gut. Wir wollen die energieintensive Wirtschaft hier halten, weil hier sauber produziert und nicht in China oder sonst irgendwo. Gut. Ja, aber Herr Kogler. Ich schon was sagen? Ich verwehre mich dagegen. Ja. Nein, das ist ja Angstmache. Sie dürfen sich dann verwehren. Es geht ja gar nicht um die Industrie. Die ist ja sowieso im Zertifikatehandel drinnen. Und entgegen dem, was Türkisblau versprochen hat, entlasten wir die Menschen durch die Abschaffung der kalten Progression. Wir wollen endlich, dass die Leute weniger Steuern zahlen. Der Hochofen braucht Energie. Machen wir das endlich. So, nicht ohne Energie der Hochofen. Jetzt beenden wir das, sonst muss ich näher kommen zu Ihnen. Herr Kogler, jetzt sind Sie dran, bitte. Vielen Dank. Ja, es ist tatsächlich ärgerlich, dass die drei mittleren, größeren, wie immer, Parteien hier völlig wegschalten. Also zwar das meiste Geld wahrscheinlich in Plakate und Inserate ausgeben, wo Klimaschutz draufpicken wird, aber im wirklichen politischen Leben wird dann... Stoppuhr! Ja, Stoppuhr. So, und das ist was anderes auch noch ärgerlich. Ich kenne das als Schüler von Zwentendorf. Ich kenne das von Heimburg, da haben wir uns auch tatsächlich ein Blutegenossen geholt. Immer war es die Sozialdemokratie, die zuerst auf der falschen Seite gestanden ist, verlässlich. Und immer wenn es um die großen Umwälzungen geht, kommt das gleiche Argument, wo viel Beton drinnen ist, kommt hinten viel Soziales und Arbeitsplätze. Welchen Irrtum. Und wir brauchen Innovation und Soziales und Wirtschaft und Umwelt unter einen Hut und das ist möglich. Und deshalb gehören diese Steuersysteme so angedreht, dass wir dann dort auch entlasten. Das ist ja alles völlig richtig, was die Frau Rendi-Wagner sagt, das kann man abfedern und das ist auch durchgerechnet. Und die führenden Klimawissenschaftler in Österreich machen ja genau das. Die machen ja genau das, aber dass sie nicht alleine bleiben in dieser Kritik. Der Herr Kirchengast, letztes Argument, letzter Satz. Der Herr Kirchengast sitzt ja ohnehin im Nationalen Klimaschutzkomitee, gesetzlich festgelegt, hat dem Kanzler oder Ex-Kanzler, der ja gleich zu Wort kommt, zweimal einen Raviatenbrief geschrieben, der sogar unbeantwortet geblieben ist, jedenfalls das erste Mal, wo er schreibt, dass endlich was weitergehen muss, genau in diesem Sinne. Und zum Abschluss sagt er, zu diesen ganzen Vorschlägen von der Regierung und die Nichterfüllung dieser Klimapläne Richtung Union, das alles, was hier nämlich von Kurz und Co. gesagt wird, das können Sie nachlesen in der kleinen Zeitung, Frau Köstl, in der kleinen Zeitung, wortwörtlich, das ist eine Irreführung und Verhöhnung der Bevölkerung, was österreichische Bundesregierungen in Sachen Klimaschutz aufführen. Das sagt der führende Klimawissenschaftler. Danke. Danke. Ich habe mir jetzt schon gedacht, irgendwann muss auch der Herr Kogler mal einatmen. Und diese Gelegenheit nützen wir jetzt, Herr Kurz, eine Minute durchgehend. Ich hoffe, ich nutze die Atemzeit gut. Um das Hickhack vielleicht ein bisschen zu beruhigen, ich möchte dem Herrn Kogler in einem Punkt recht geben, nämlich, dass es möglich ist, den ordentlichen Umgang mit der Natur, wirtschaftliche Interessen und ein soziales Gewissen unter einen Hut zu bringen. Das ist das Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft. Und ich bin auch fest davon überzeugt, und das wird vielleicht manche überraschen, dass natürlich ökologische Steuern einen positiven Lenkungseffekt haben können. Man muss sich nur überlegen, wo man es macht. Wenn wir die österreichische Industrie beginnen zu schneiden, dann wird sie dorthin abwandern, wo die Bedingungen besser sind und wesentlich mehr CO2-Emissionen entstehen als bei uns in Österreich mit den höchsten Standards. Wir können natürlich und sollten auch Kerosin besteuern, aber wenn wir das nur in Österreich machen, dann wächst der Flughafen Bratislava, der Flughafen München, Arbeitsplätze in Österreich gehen verloren und die Menschen werden nicht weniger fliegen. Sie fahren halt eine halbe Stunde weiter über die Grenze statt nach Wien, nach Bratislava, zahlen dort weniger und die Emissionen werden sogar vielleicht mehr.
Und insofern ein Plädoyer dafür, dass wir gegen den Klimawandel ankämpfen, aber mit Hausverstand und nicht mit Schnellschüssen, die teilweise gut klingen und im Ergebnis dann vielleicht sogar negative Auswirkungen haben. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Der Vorschlag ist ja gekommen, dass es einen Klimagipfel geben könnte. Vielleicht gibt es auch einen nationalen Schulterschluss im Vorgehen gegen Klimagipfel. Wir sind aber hier, wir wollen zu einem anderen Thema kommen, das uns ganz wichtig ist. Wir sind hier in Salzburg. Wir vertreten neben der Presse vor allem auch die Bundesländerzeitungen. Und die Menschen in den Bundesländern haben ja manchmal das Gefühl, dass das, was auf Bundesebene beschlossen wird oder was in Wien beschlossen wird, dass ihre Interessen zu wenig wahrgenommen werden und dass die Ebene, also der Blickwinkel aus Wien, die Lebensrealität der Menschen in den Regionen und in den Tälern eigentlich außer verloren hat. Und deshalb wollen wir von Ihnen einfach wirklich Ihre Rezepte gegen die Ausdünnung der Regionen erfahren. Ja, also die Frage ist, was wollen Sie konkret für die ländlichen Gebiete, für die Regionen tun, insbesondere um die Abwanderung aufzuhalten, um die Dörfer wieder zu beleben. Manche sind ja schon entvölkert und wir möchten mit Herrn Kogler beginnen, diesmal 2 Minuten ab jetzt. Bitte. Ja, das ist ja nicht nur in Salzburg ein Thema. Ich kenne das auch aus meinem Heimatbundesland in der Steiermark. Und es ist ja noch ein zusätzlicher Effekt, der auch hier vertraut sein dürfte, dass in den Ballungsräumen, ja, Salzburg-Stadt oder Graz bei uns, auch mit ein bisschen Speckgürtel, sozusagen die Probleme ja sich spiegeln, weil dort der Zuzug relativ rasch kommt und das Wohnungsangebot nicht hinterherkommt. Deshalb macht alleine das, deshalb ist es schon für Sinn, was zu tun. Naja, die regionalen Zentren werden halt auch ausgedünnt. Ja? Jetzt sage ich nicht, dass in jeder Bezirkshauptstadt ein Krankenhaus sein muss, da wird viel Schindluder gegrieben. Jetzt sage ich auch nicht, dass in jedem kleinen Dorf ein Postamt sein muss. Aber diese radikale Ausdünnung, wo die, das ist ja psychologisch wichtig für die Leute, wo überhaupt mehr keine Kommunikationszentren, ich bin selber in so einem kleinen Dorf aufgewachsen, an der burgenländischen Grenze im Übrigen, dass das alles, wenn das alles wegfällt, na, dann ist es natürlich auch vom Befinden her ein Problem. Aber auch ökonomisch, aus den Gründen, die ich gesagt habe, so was kann man sinnvollerweise tun? Ja, manche dieser Zentren schon dort belassen, ja? Ja, und auch Polizeistationen zum Beispiel. Das sind alles verankert, aber man muss ja nicht alle Schulen konzentrieren in ganz wenigen Städten. Das kann schon einen Sinn haben. Und das Wichtigste zudem ist aber eine Raumordnungspolitik, denke ich, die auch so vorgeht. Und da sind wir in Österreich natürlich ziemlich hinten dran. Das betrifft aber oft die Bundesländer. Und wenn man im Hubschrauber drüber fliegt über Österreich, dann glaubt man überhaupt, das ist eine sehr seltsam zusammengewürfelte Siedlungsstruktur, dass einem nicht wohl dabei ist. Und das führt nämlich dann aber auch genau zu diesen ökologischen Problemen. Das wird sich nicht wundern, wenn ich darauf hinweise, wo überall herumgekurvt wird, weil man es nicht schafft, wirkliche Zentren hier parat zu haben. Aber was der soziale Hauptschlüssel ist, ist, dass die jungen Frauen auch wirklich dort bleiben und Arbeitsplatzchancen kriegen in den Regionen. Und das hat sehr viel mit Regionalwirtschaft, auch mit ökologischen Wirtschaften zu tun und nicht immer mit diesen Importen über die ganze Welt, die dann hüben wie drüben die Wirtschaftsstrukturen zusammenhauen. Das wäre auch eine Chance. Danke, Herr Kogler. Herr Pilz, ein Herz für die Regionen. Haben Sie ein Herz für die Regionen? Ich komme aus der Obersteiermark. Na, selbstverständlich, ich komme aus einer Gegend, wo die früher eine der reichsten Gegenden Österreichs war, mit einer blühenden Stahlindustrie. Und wenn ich jetzt, und ich fahre fast jedes Wochenende zu mir auf die Hurm mit meiner Frau, das schaut ganz anders aus. Es ist ein bisschen was wieder gelungen. Aber die regionale Entwicklung der Wirtschaft, die Schaffung von technologischer Entwicklung, Bildung, Forschung, auch dezentral und dann, dort muss ein Polizeiposten sein, dort muss es in der Nähe ein Bezirksgericht geben, dort muss es einen praktischen Arzt geben und in der Nähe möglichst Fachärzte und regionale Versorgung. Und das Problem ist, wenn die Republik selbst anfängt zu signalisieren, ich gebe die Region auf,
Der Polizeiposten verschwindet, das Gericht verschwindet, das Postamt verschwindet. Oder der Lebensmittelhändler hat halt noch ein paar Briefkuverts und ein paar Briefmarken. Das geht nicht, wenn der Staat signalisiert, ich gebe diese Region auf, dann gehen die anderen auch mit der Zeit. Und das ist der Punkt. Zuerst muss die Republik einmal signalisieren, diese Region, diese Gegend, dieses Tal, dieser Ort ist mir was wert. Und dann muss unterstützen, was dort passiert. Und dann werden die Leute bleiben, weil es wunderbar ist, in diesen Gegenden zu leben. Bei uns in der Obersteiermark ist wunderbar, wenn die Republik Österreich in Wien das erkennt und wirklich unterstützt, dann werden die Leute gern zu Hause bleiben. Frau Meindl Reisinger, die NEOS sind ja eine urbane Partei auch, ja, sehr stark. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Schlägt Ihr Herz auch für die Regionen? Ja, selbstverständlich, wie Sie wissen oder wie vielleicht die Kleine Zeitung besser weiß, bin ich ja auch mit vollem Herzen Wahlsteirerin und würde am liebsten auch hinziehen. Alle Steirer. Alle Steirer. Ja, alles. Aber Sie nur bei der Wahl. Nein, dort leider nicht. Gerade da nicht. Aber also sozusagen die Wahl vom Herzen. Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Da ist sehr viel gesagt worden. Und ich nehme ein paar Gedanken raus. Der wichtigste Punkt ist, dass wir eine kluge Wirtschaftsstandortpolitik machen, die sehr wohl Dezentralisierung auch im Kopf hat. Und da ist Österreich gesegnet im Vergleich zu anderen Ländern in Europa, wie zum Beispiel Frankreich, wo du ja wahnsinnig viel, eigentlich fast nur Wertschöpfung in der Produktion rund um Paris hast. Und Österreich hat hier Gott sei Dank sehr viel dezentralen Ansatz. Es gab aber Absiedelungen, das heißt alles, was man tun kann, auch an Unterstützung. Wir schlagen ja jetzt auch angesichts der drohenden Rezession aus Deutschland, man muss da glaube ich jetzt schon die Konjunktur im Auge haben, einen Zukunftsfonds vor für Forschung, Innovation und auch Startups, damit diese Translation gelingt, dann in innovative Produkte hier die regionale Kraft auch zu stärken. Aber ein zweiter Punkt ist wichtig und da komme ich auch wieder zu unserem innovativen Steuerreformkonzept dabei. Wir sind die Einzigen, die sagen Föderalismus gescheit mit Steuerhoheit auch für Länder und vor allem auch Gemeinden. Warum ist das wichtig? Weil Gemeinden damit in einem gewissen Korridor die Möglichkeit haben, selber Steuersätze festzulegen. Wir haben auch das ausrechnen lassen, da wäre mehr Mittel sogar nach unserem Modell zur Verfügung für die Gemeinden und damit natürlich in gewisser Weise in einen Wettbewerb gehen. Zum Beispiel Kindergärten, zum Beispiel dort also wirklich echte Bildungseinrichtungen, die nicht nur Aufbewahrung sind, sondern Betreuungseinrichtungen. Das sind zum Beispiel, weil der Werner richtigerweise auch angesprochen hat, das Thema Frauen, die abwandern. Die fehlenden Kinderbetreuungsstrukturen sind ein riesiges Thema. Hier hätten die Gemeinden die Mittel, darin zu investieren und entsprechend auch attraktiv zu sein. Also wirkliche Föderalisten von Herzen, mit ganzem Herzen, mit Steuerhoheit für Länder und Gemeinden auch. Danke. Herr Kurz. Der frühere Landwirtschaftsminister Ruprechter hat ja die Idee gehabt, zur Belebung der Regionen Bundesdienststellen in die Regionen zu verpflanzen oder zu übersiedeln. Ist das noch immer ein Konzept, auch das die ÖVP verfolgt? Ja, natürlich ist das ein Konzept, eins von vielen Punkten, die man tun muss. Ich glaube nur, zunächst einmal das Wichtigste ist Bewusstseinsbildung. Ich möchte gratulieren, dass endlich einmal eine Diskussion der Spitzenkandidaten in den Bundesländern stattfindet. Es ist eigentlich schockierend, dass die einzige ist. Und jetzt haben wir alle schon ein paar Diskussionen erlebt. Ich kann nur sagen, wenn ich draußen bei den Menschen unterwegs bin, ist das Thema ländlicher Raum immer ganz oben auf der Agenda. Im ORF oder anderswo bin ich noch kein einziges Mal gefragt worden. Wir haben eine politische Struktur in Österreich, wo die meisten Spitzenpolitiker in Wien irgendwo innergürtel leben, irgendwo innerhalb des Rings arbeiten und die politischen Debatten sind vergiftet durch Twitter-Debatten, wo sich online auf Twitter nicht einmal 100.000 Österreicherinnen und Österreicher beteiligen. Und insofern, glaube ich, ist einmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt Bewusstseinsbildung und dass solche Plädoyers nicht nur kurz vor Wahlen stattfinden, sondern danach auch stattfinden. Was kann man konkret tun? Ich glaube, das Wichtige ist Fairness, was die Investitionen betrifft. Schauen wir uns an, wie die Kulturförderungen laufen, Salzburg in allen Ehren, aber wenn wir vergleichen, wie viel da nach Wien läuft und wie viel in den Rest nach Österreich, dann gute Nacht für die Bundesländer. Schauen wir uns an den Finanzausgleich.
wie der aufgestellt ist. Und ich möchte das beim nächsten Mal ändern. Ganz Österreich finanziert die Wiener U-Bahn und anderes und Wien schafft es trotzdem, mehr Schulden zu machen als alle anderen Bundesländer. Also da gibt es einiges, was man strukturell aufbrechen muss. Für den ländlichen Raum, glaube ich, teilweise andere Konzepte. Meine ganze Verwandtschaft kommt aus dem Waldviertel, kleiner Ort in Niederösterreich mit 100 Einwohnern. Dort wird es nie eine U-Bahn geben, dort wird es nie einen Zug geben, dort wird es auch nicht einen Bus geben, der in alle Himmelsrichtungen fährt. Das heißt, die Leute werden dort aufs Auto angewiesen bleiben. Und insofern Vorsicht bei CO2-Steuern und anderem. Und dann gibt es ganz spezielle Probleme, die es am Land stärker gibt als in der Stadt. Thema praktische Ärzte. Wir wollen da die Studienplätze verdoppeln, Landarztstipendien einführen, damit die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten bleibt. Zweites wichtiges Thema, haben eh viele genannt, Bildung, weil sonst die Familien wegziehen müssen. Und ganz entscheidend generell die Infrastruktur. Und das ist im 21. Jahrhundert nicht nur Straße und Schiene, sondern vor allem auch die digitale Infrastruktur. Wir haben es gemeinsam geschafft, dass Österreich das erste Land ist, in dem flächendeckend 5G ausgebaut wird. Wenn wir diesen Weg fortsetzen, dann wird davon insbesondere der ländliche Raum profitieren. Danke, Herr Kurz. Danke. Stichwort Infrastruktur ist gefallen, Herr Hofer. Sie sind als Nächster dran. Und dann Frau Rendi-Wagner, Herr Hofer, Sie waren Infrastrukturminister in Österreich. Die ländlichen Regionen klagen oft über mangelnde Infrastruktur. Da ist was in Bewegung geraten, aber für vielen Geschmäcker zu langsam. Auch die Verkehrsinfrastruktur, die öffentliche Nahverkehrsinfrastruktur. Was können Sie unternehmen? Was werden Sie unternehmen? Ich habe den Eindruck, und ich hoffe, es sind auch viele Unternehmen im Raum, dass bei der Diskussion um den ländlichen Raum oft Ursache und Wirkung verwechselt wird. Es ist kein Arzt da. Wir werden mit einem Bezirksgericht den ländlichen Raum nicht retten können, sondern die Ursache, warum kein Arzt mehr da ist und warum kein Wirtshaus mehr da ist und kein Geschäft ist, dass die Leute abwandern, weil es keine Arbeitsplätze gibt. Da gibt es halt nur mehr Wochenpendler, niemand ist in der Gemeinde. Und damit gibt es dann auch kein Wirtshaus mehr und keinen Kreisler mehr und so weiter und so fort. Das heißt, das Schlüsselwort ist immer Arbeitsplätze. Ich komme aus dem Burgenland, wie viele wissen, wir waren Ziel 1 Gebiet, sehr viel an Fördermitteln sind hier auch in dieses Gebiet geflossen. Und wir haben eines gesehen, dass die Förderungen alleine gar nichts bewirken. Denn es sind Unternehmen hochgefördert worden, ich kann mir gut erinnern, ein Betrieb mit umgerechnet, damals noch 10 Millionen Schilling pro Arbeitsplatz, ist einige Zeit her. Da hätte man die Leute mit den Zinsen bezahlen können. Und dann sind viele Betriebe weitergewandert dorthin, wo es wieder hohe Förderung gibt, nämlich nach Ungarn weiter. Aber dort, wo Infrastruktur gebaut worden ist, dort haben sich Betriebe angesiedelt. Bahndorf, an der Autobahn oder auch da, wo es eine Eisenbahn gibt. Das heißt, der Schlüsselwort ist immer Infrastruktur. Es ist aber heute nicht mehr nur die Straße und die Bahn, sondern es ist vor allem 5G. Und das ist die große Chance für den ländlichen Raum. Weil sich Betriebe dort ansiedeln, wo es auch eine leistungsfähige Internetinfrastruktur gibt. Und das werden wir noch stärker betreiben. Da ist bereits gesagt worden, wir waren das erste Land, wo 5G auch kommerziell ausgerollt worden ist. Das ist eine große Leistung gewesen dieser Bundesregierung. Und diesen Weg muss man fortsetzen. Aber bitte nicht glauben, dass wenn man jetzt ohne Arbeitsplätze zu schaffen, jetzt das Bezirksamt dahin stellt, dass es funktioniert. Noch ein kurzer Satz zur Steuerhoheit Gemeinden. Ich bin immer auch für Steuerhoheit, auch bei den Ländern, bei der Gemeinde ist nur ein Risiko. Wenn die Gemeinde schon keine Firma mehr hat, keinen einzigen Betrieb, dann gibt es auch keine Steuereinnahmen für die Gemeinde. Bei der Lohn- und Einkommensteuer. Ja, wenn dort kein Betrieb mehr ist, dann dann gibt es ein Problem. Wir wieder. Die beiden. Sollen wir euch als Nonnen setzen? Ich schicke ihm einfach ein E-Mail mit unserem Konzept, oder? Das schaffen okay. wir. Frau Rendi-Wagner. Danke. Frau Rendi-Wagner. Ihr Rezept für die Regionen. Ja, ich wollte eigentlich direkt auf Ihre Frage antworten, aber nachdem der Herr Kurz es sogar schafft, in einer Frage über die ländlichen Regionen ein Wien-Bashing zu betreiben, muss ich jetzt auch was dazu sagen, indem er sagt, Wien gibt hier viel zu viel aus und hat viel höhere Spesen als andere Bundesländer. Da kann ich jetzt nur keine sagen, Spesen. Na, du hast gesagt, sehr hohe Kosten. Also die Sache ist schon Wien. Ich frage mich, warum dieses Wien-Bashing und warum fahren dann pro Tag 200.000 Pendler nach Wien? Und ich kann es
Ihnen sagen. Es ist deswegen, weil dort die beste Gesundheitsversorgung ist für die gesamte Ostregion. Und das ist so, weil ich habe in diesen Spitälern gearbeitet und ich habe das gesehen und es ist noch immer so. Weil dort die Kindergartenversorgung ist, ganztägig, was in Niederösterreich nicht mehr so der Fall ist. Weil dort Arbeitsplätze vorhanden sind, wie sie in der umliegenden Region nicht. Ich sage, die kriegen mehr Geld als die anderen. Ja, aber deswegen... Ja, aber 200.000 Menschen, die dort Arbeitsplatz haben, Kindergartenplatzversorgung, die beste Gesundheitsversorgung und dann einfach in einer Frage auf die ländliche Region zu sagen, Wien ist hier ein Problem, finde ich etwas absurd und gleichzeitig ist Wien die Stadt mit der höchsten Lebensqualität seit Jahren und das fällt auch nicht vom Himmel. Das muss man jetzt auch sagen. Und das ist auch Politik. Das heißt... Ich hätte ja jetzt bei nichts widersprochen. Ich sage ja, die kriegen mehr ländliche Region, sage ich, genau. Ja. Ich meine, wie abgehoben und das war Ihre Frage, nicht? Man genau. Beschwert sich oft in den Regionen, dass von Wien aus, von der Bundeshauptstadt, eine abgehobene Politik vom Schreibtisch aus gemacht wird. Und das ist genau das, was in der Klimapolitik gerne gemacht wird, weil da Berechnungen stattfinden, theoretische Durchschnittswerte berechnet werden. Aber wenn man durch die Regionen fährt, ins Lavantal, ins Südburgenland, nach Vorarlberg, dann bekommen diese Zahlen plötzlich Gesichter. Und genau darum geht es in der Politik. Man kann nicht nur von Zahlen und Fakten her Politik machen, sondern man muss die Menschen dahinter sehen und an ihren Lebensrealitäten, dort wo sie wohnen, eben in den Regionen, dort die Politik aufnehmen, oder die Probleme aufnehmen, die zu machen sind. Wen habe ich getroffen? Und das ist noch gar nicht wirklich so gefallen. Das sind die Frauen. Und das sind die Frauen, die sind die Ersten, die abwandern aus den Regionen, weil sie keine Arbeitsplätze finden und weil sie keine Kinderbetreuungsplätze auch in der Region finden. Und die ganztägige Kinderbetreuung flächendeckend auszubauen, das ist etwas, was seit Jahren auf der politischen Tagesordnung steht oder auf der Agenda steht und die in den letzten 18 Monaten auf jeden Fall einen Stillstand erlitten hat. Und da muss natürlich ein ganz starker Impuls hinein, ganz zu schweigen von der ärztlichen Versorgung. Wir haben einen Ärztemangel, der 200.000 Menschen in den ländlichen Regionen betrifft. Das ist inakzeptabel, da muss man nachrüsten und nach den Wirtshäusern, haben Sie richtig gesagt, Herr Hofer, dann sind es die Fußballvereine und irgendwann stirbt das kommunale Leben am Land. Wagner, und das ist nicht gut. Frau Rendi-Wagner, Sie haben eine Minute Ihrer Sprechzeit auf Wien, musste aber reagieren dazwischen, Wien verwendet und haben von der Abgehobenheit, die manchmal in Wien herrscht, gesprochen. Möglicherweise braucht auch die Bundes-SPÖ etwas Nachhilfe, was Geografie betrifft, weil die Lienzer Bürgermeisterin macht für Sie Wahlwerbung und da veröffentlicht dann die Bundes-SPÖ eine Österreich-Karte, auf der ausgerechnet Osttirol fehlt. Und das schmerzt mich als Chefredakteurin der kleinen Zeitung für Kärnten und Osttirol ganz besonders. Also, schon ausgemerzt. Das nächste Mal ausbessern. Ist schon längst ausgebessert. Meine Damen und Herren, ich wende mich jetzt an Sie. Wie Sie wissen, bei solchen Diskussionen bereitet man viele Themen vor und man kommt dann zum Schluss nicht mehr dazu, sie alle durchzubringen. Deshalb möchte ich Sie jetzt einbeziehen. Wir haben zwei große Themenblöcke, hätten wir noch, und können nur einen davon nehmen. Und zeigen Sie uns einfach auf, was Ihnen unter den Nägeln brennt. Zum einen geht es um Bildung und zum anderen um Wohnen. Also Thema Bildung, zeigen Sie mal auf, wer der Bildungsdirektor ist auch da. Ja, also da sind viele Hände oben, da braucht man, glaube ich, keine Gegen. Meinung mehr einholen. Die Bildung hat gewonnen und wir machen eine Thematik Bildung und möchten mit Frau Meinl-Reisinger beginnen. Die applaudiert schon, diesmal wird sie sich aber an die 2 Minuten halten. Das werden wir auch beobachten. In Ihrem Programm steht und geht Ihnen Bildung, zitiere, über alles. Was verbirgt sich hinter diesem Schlagwort? Ein paar konkrete Ansätze in 2 Minuten. 2 Minuten. Also wenn einem das Herz übergeht, dann fällt es schwer, sich an die 2 Minuten zu halten, aber ich werde mich wirklich bemühen. Warum ist Bildung für uns das allerwichtigste Thema? Und es ist nicht nur ein Zukunftsthema, sondern ein Gegenwartsthema. Vielleicht einmal die Problembeschreibung. In einem Land wie in Österreich verlassen 25%, ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler, immer noch die Schule und können nicht lesen. Sie verstehen einen Zettel, wenn Sie den geben, nämlich Sinn erfassen, gut, das sind Zahlen, das zählt jetzt nicht, aber irgendwas, einen Zusammenhang in dem Text, nicht Sinn erfassend lesen, nicht rechnen, nicht schreiben, teilweise auch nicht Deutsch.
Das ist die Problembeschreibung. Was muss man tun? Und das geht von den Kindergärten letztlich bis zu den Hochschulen. Ich will einfach mal drei Sachen herauspicken, um zu zeigen, wie vielfältig da auch unsere Maßnahmen wären. Nehmen wir die Kindergärten her. Die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen sind der wichtigste Job der Republik. Wenn ein Kind hier geboren ist und in die Volksschule kommt und nicht genug Deutsch kann, dann ist das in Wahrheit ein Versagen eines Kindergartensystems. Wir müssen uns über die Klassengrößen nicht so viele Gedanken machen, wie über die Kindergruppengrößen und diesen Job aufwerten. Zweiter Punkt, ein schneller Punkt, Ganztagesschulen. Ja, selbstverständlich müssen wir das ausbauen. Es ist natürlich primär die Aufgabe der Eltern, den Kindern etwas mitzugeben. Aber wenn wir alle miteinander verdammt nochmal für Chancengerechtigkeit kämpfen, dann dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, dass viele Kinder diese Förderung nicht bekommen. Daher Ganztagesschulen. Und damit wir vielleicht ein bisschen weniger über das System reden, etwas ganz Konkretes. Meine Tochter ist jetzt ins Gymnasium gekommen. Und wissen Sie, was die größte Frage ist in der Schulgemeinschaft, auch unter den Eltern? Wie gehen wir um mit den Handys? Wir haben Angst vor Mobbing, vor Cybermobbing. Wie gehen wir damit um? Und damit sind alle allein gelassen. Kinder, Eltern, Lehrer. Medienkompetenz muss definitiv ein Bildungsstandard werden. Und selbstverständlich brauchen wir hier Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, um diesen Themen an den Schulen auch zu begegnen, weil das ganz viele Kinder ins wirkliche Unglück stürzt. Danke sehr. Danke. Danke. Frau Rendi-Wagner, Ihrem bildungspolitischen Konzept entnehmen wir vor allem monetäre Forderungen, vom Rechtsanspruch auf einen kostenfreien Kindergartenbetreuungsplatz bis zur Verdoppelung des Schulstartgeldes, zur Gratisbetreuung. Die Ganztagsschule habe ich nicht mehr so als vordringliches Anliegen. Steht drinnen. Aber ganz verschämt irgendwo. Und die eine Frage, ist das nicht mehr so ein dringliches Anliegen, die Ganztagsschule? Das zweite, aber wie sollen diese zusätzlichen Gratisleistungen finanziert werden? Ich möchte bei der Beate Mendel-Reisinger anschließen und ich glaube, da gehen wir sehr konform. Ich meine, erstens sind wir auch Mütter und wissen das aus eigener Erfahrung, aber wir wissen es auch aus unseren eigenen Chancen, die wir im Leben durch Bildung gehabt haben. Und Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft und ist eine Schutzimpfung. Und das ist wahrscheinlich die bestwirksamste und also grundumfassende Schutzimpfung, die lebenslänglich wirkt. Da finden Sie wahrscheinlich im medizinischen Bereich keine andere, die so stark wirkt. Warum? Weil wir in der Schule viel mehr lernen als rein akademische Kompetenzen. Viel mehr als Mathematik nur und Rechtschreibung und Geschichte. Es geht vor allem um das soziale Miteinander, das Aufeinanderschauen. Wie gehen wir sozial miteinander um? Und deswegen muss diese Schutzimpfung so früh wie möglich erfolgen, damit sie sich auch wirklich entfalten kann in ihrer Wirkung. Und deswegen ganz klar, Schwerpunkt auf die Elementarpädagogik, so früh wie möglich. Und ja, die Kindergärtnerinnen und Kindergärten oder Pädagoginnen von heute sind auch für mich der Zukunftsberuf. Weil die, wenn wir hier investieren, investieren wir direkt in die Zukunft der Kinder und in die Zukunft unseres Landes. Und genau deswegen können wir uns dieses Aufgabengebiet als Politik überhaupt nicht ersparen, sondern müssen hier einen ganz starken Fokus setzen und deswegen auch Ganztagesbetreuung, weil diese sozialen Kompetenzen neben den schulischen und akademischen bekommt man natürlich in einer ganztägigen Betreuung und das ist bei uns ganz hoch oben auf der Agenda. Ich habe sogar eine ganz konkrete Forderung, bis 2025 sollen alle Familien eine ganztägige Kinderbetreuung maximal im Umkreis von 20 Kilometer vorfinden. Das ist derzeit nicht der Fall und natürlich, Sie haben erwähnt schon den Ausbau Kindergartenoffensive mit Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr. Ich glaube, wir können uns es nicht leisten, darauf zu verzichten. Das ist unsere Zukunft, investieren wir jetzt. Danke, Frau Rendi-Wagner. Herr Kurz, Ihre bildungspolitischen Ansätze geht so weiter, wie es bisher gegangen ist, Maßnahmen, die von den einen bejubelt wurden, von den anderen als ein bisschen retro empfunden, wie die Ziffernoten, Deutschklassen und so weiter. Werden Sie festhalten an Ihrem Kurs? Also zunächst einmal, das wird Sie nicht überraschen, halten wir unseren Kurs, den andere für falsch erachten, als richtig. Ja, wir stehen dafür, dass es ein Leistungsprinzip gibt. Wir finden es gut, dass es ein differenziertes Schulsystem gibt. Wir finden es richtig, dass es Noten gibt, die auch aufs Leben vorbereiten. Wir sind froh, dass wir die Deutschklassen eingeführt haben. Riesenwiderstand
Ghettoisierung ist gesagt worden. In Wahrheit ist es so, dass sie höchst erfolgreich sind, dass die Zahlen derer, die Deutschklassen brauchen, schnell zurückgehen, weil sie so effektiv sind und dort einfach Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, bestmöglich auf das Regelschulsystem vorbereitet werden. Und wenn wir 40% Kinder heute haben, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, dann muss da einfach der Fokus liegen. Da kann man nicht sagen, ja, der Kindergarten muss schon richten und wenn er es nicht richtet, hat er versagt. Bei vielen funktioniert es. Dort, wo es nicht funktioniert, zuerst die Deutschklasse und dann der Einstieg ins Regelschulsystem. Ich bin heilfroh, dass wir das eingeführt haben. Ich würde gern sagen, dass wir dieselbe Herausforderung am Ende der Schulzeit haben. Wir würden gerne eine Bildungspflicht einführen. Das heißt, dass Schüler nicht einfach nach 9 Jahren, wenn sie die Schulzeit abgesessen haben, die Schule verlassen, sondern jeder muss zumindest ein Mindestniveau Lesen, Schreiben, Rechnen haben, sonst eine Schulpflicht bis 18, weil wir sonst immer mehr Jugendliche schaffen, die weder in Ausbildung noch im Job sind. Es gibt schon rund 70.000 von diesen Jugendlichen. Die Zahl sollte nicht mehr werden. Stärkung der Lehre ist uns ein Anliegen. Die wird international bejubelt und kopiert. In Österreich erklären wir den jungen Leuten, das ist nur was für die, die sonst nichts können oder die nicht studieren können. Oder wir schieben sie ab. Für die Flüchtlinge und andere. Und wir ruinieren uns das Image der Lehre. Wir ruinieren uns das Image der Lehre. Ich würde gern darauf antworten, ja. Aber da steht 5 Sekunden. Ja. Die geben wir dazu. Letzter Punkt, weil es, glaube ich, sonst in der Debatte ein bisschen zu kurz kommt. Ich halte nichts vom Schlechtreden der Lehrer und der Pädagogen. Die leisten, finde ich, sehr, sehr viel. Die haben immer mehr an Verantwortung zu tragen. Es gibt immer mehr Familien, wo die Unterstützung nicht mehr so da ist oder die Eltern auch nicht so helfen können. Und insofern bitte lassen wir die Eltern nicht aus der Verantwortung, wenn wir über Bildungspolitik reden, und reden wir auch die Lehrer nicht immer schlechter, weil wenn wir die Lehrer immer schlechter reden, wird es schwierig werden, dass wir den Kindern erklären, warum sie von diesen Lehrern etwas annehmen sollen. Okay. Gut. Meine Herren, wir kommen auf die Abschiebung einen Satz. Vielleicht. Jederzeit, ja gern. Nein, weil Sie wollten ja was antworten. Es geht nicht in einem Satz, aber ich beantworte es gerne. Wir müssen uns jetzt kurz halten, weil wir schon langsam dem Ende zugehen. Jetzt ich probiere es in 3 Sätzen. Ja, 3 Sätze sind erlaubt. Erster Satz, Trennung zwischen Asyl und Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Wenn wir das nicht tun, holt uns der Teufel. Zweiter Satz, es war ein Fehler, dass wir zugelassen haben, dass Menschen, wo noch nicht klar ist, ob sie da bleiben dürfen oder nicht, in den Arbeitsmarkt und in die Lehre einsteigen. Dritter Punkt, die jetzt in der Lehre sind, sollen das fertig machen dürfen. Ja, in Ordnung, aber keine neuen Asylwerber in Arbeitsverhältnisse oder Lehre, wo wir dann, wenn die Entscheidung getroffen wird, nicht wissen, was wir mit ihnen machen sollen. Aber immerhin eine Kurzkorrektur. Das ist schon was. So. Meine Herren, Hofer, Pilz, Kogler, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit ist jetzt die Frage, Sie können selbstverständlich die Ihnen jetzt zu den Lehrlingen Stellung nehmen oder zur Bildungspolitik, weil Ihnen mehr am Herzen liegt, weil ich habe mir eine gemeine Formulierung aufgeschrieben, denn ich bin in Ihren Programmen bildungspolitisch nicht sehr fündig geworden, sondern ich wollte fragen, ob das eine Nullnummer ist, aber wahrscheinlich war es nur bisher im Wahlkampf noch kein Thema bei Ihren Parteien, die Bildungspolitik. Wen sprechen Sie an? Nein, bitte, Herr Hofer, Sie sind am Wort. Also Bildungspolitik oder die Abschiebung der Lehrlinge. Ich möchte noch betonen, wie wichtig es war, die Deutschklassen einzuführen. Warum? Es gibt sehr viele Kinder, die nicht in der Lage sind, der Unterrichtssprache zu folgen. Sie kennen vielleicht die letzten Zahlen nicht. Wir haben im Schuljahr 2017, 2018 ist der Anteil der Schüler mit nichtdeutscher Umgangssprache, das heißt, sprechen außerhalb der Schule nicht Deutsch, betrug 26% österreichweit. Also im gesamten Bundesgebiet 26%, aber in Wien 52%. 52% der Kinder in Wien im Schnitt, in allen Schulen, sprechen außerhalb der Schule nicht Deutsch. Und es ist kein Wunder, dass diese Kinder sich schwer tun, auch im Unterricht, dem Unterricht zu folgen. Übrigens, Vorarlberg 26,4%, Oberösterreich und Salzburg jeweils 22%. Das ist die
Realität. Wir haben heute 1,44 Millionen Menschen aus dem Ausland in Österreich, also ohne Staatsbürgerschaft, und fast jede vierte Person in Österreich hat Migrationshintergrund. Sie wissen, es gab früher die Hauptschulen, ist neue Mittelschule, und diese Hauptschulen haben bestens funktioniert im ländlichen Raum. Und das System wurde geändert, weil sie im städtischen Raum nicht mehr funktioniert haben. Und warum haben sie nicht funktioniert? Weil eben dort viele Kinder der Unterrichtssprache einfach nicht folgen konnten. Deswegen ganz wichtig und eine absolut richtige Maßnahme, du musst zuerst die Unterrichtssprache erlernen, um dem Unterricht folgen zu können. Das war absolut richtig. Zweite Frage, steht man zum Leistungsprinzip? Ja. Denn ich weiß nicht, früher hat man gefragt, was hast du gelernt in der Schule? Heute fragt man, wie hast du dich gefühlt im Unterricht? Und eines möchte ich noch sagen zu den Zahlen, die ich vorher genannt habe. Arm sind im städtischen Raum jene, die es sich nicht leisten können. Jedes fünfte Kind in Wien besucht eine Privatschule. Und das sind genau die Menschen dann in den Bezirken, wo es gut geht, die den anderen erklären, wie die Welt funktioniert und wie das Schulwesen funktionieren sollte. Jedes fünfte Kind und österreichweit ist es bereits jedes zehnte Kind. Danke, Herr Hofer. Vielen Dank, Herr Kogler. Sie haben das provoziert mit der Abschiebung. Jetzt sind Sie dran. Bildung. Naja, provozieren liegt mir ja sonst nicht so, aber die... Aha. Nein, schauen Sie, die Geschichte ist ja relativ einfach, dass jetzt wir wieder vor einem Punkt stehen, dass das möglicherweise nicht sicher europarechtswidrig ist. Es sind immer grüne Landesrätinnen und Landesräte, allen voran Rudi Anschober, die hier kämpfen, auch für diese Initiative Ausbilden statt Abschieben. Jetzt hat ja die Regierung oder die Vertreter der ehemaligen Regierung zumindest die Hälfte davon eingeschwenkt. Ich glaube, das ist aufgrund von Meinungsumfragendaten passiert, weil die Österreicherinnen und Österreicher längst kapiert haben, was die Wirtschaft selber argumentiert. Und ganz viele ÖVP-Unternehmer, wahrscheinlich sind die aber eher schwarz und nicht unbedingt türkis, überdüncht, die das genauso sehen. Ja? Aber da ist viel gelungen und da sollte man das halt machen. Und ich glaube, man sollte nicht mit diesen hysterisch aufgeladenen sogenannten, ich darf jetzt Ihr Jargon zitieren, ja? Ausländerdebatte, jeden Blick darauf verstellen, was die österreichische Volkswirtschaft und damit wir alle für die Zukunft brauchen. Das ist eine völlig verdummte Hysterisierung und das kann man ganz anders angehen. Aber jetzt zur Bildung, das ist genau 9 Minuten. Genau. Ja, also ich kann mir tatsächlich nur anschließen an den Kolleginnen Meinl Reisinger und Randy Wagner. Und wo manifestiert sich das dann? Es beginnt ja bei den Kindergärten und da muss man halt auch schon die Frage stellen, was ist hier was wert? Ist es wirklich so im Leben, dass Universitätsprofessoren ja, 20, 30 Mal so viel verdienen müssen wie Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, gibt es so wenig davon, wenn dort das Wichtigste im Leben passiert? Und dann stelle ich schon noch einmal fest an dieser Stelle, ja, wir hauen in Österreich relativ fast das meiste Geld im Bildungssystem und hinten kommt relativ wenig raus im Verhältnis. Also ich bin ja kein PISA-Fan, aber das ist mir nicht ganz unerheblich. Und ein letzter Punkt oder vorletzter Punkt in dem Kontext, wenn wir hier Österreich anschauen, ja, dann, und da heißt es Leistungsprinzip, da hat es mir wirklich das Heu runter. Ja. In Österreich ist es nirgends so wie in Europa, dass du die Bildungskarriere eines geborenen Menschen davon prognostizieren kannst, ob seine Eltern viel verdienen oder wenig oder was für einen Bildungsstand die Eltern selber haben oder nicht. Ich halte das für einen der größten Missstände in der Republik und mit diesem ganzen konservativen Blunder, der noch unter Leistungsprinzip verkauft wird, wird dieser ganze Missstand auch noch verlängert. Gut. Da haben wir wirklich eine andere Herangehensweise. Alles klar. Danke. Letzte Wortmeldung zum Thema Bildung. Herr Pilz, bitte. Also, ich versuche es jetzt wirklich einfach zu machen und ich fange nicht mit Ausländern an. Wenn es ein Prinzip gibt, dann heißt dieses Prinzip, alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben und alle Kinder haben Entwicklungsmöglichkeiten und alle Kinder haben unterschiedliche Talente. Und deswegen müssen unterschiedliche Talente und unterschiedliche Möglichkeiten individuell gefördert werden.
Und wenn wir übergehen zu einer wirklichen Individualförderung, dann kann ein behindertes Kind neben einem talentierten Kind sitzen, weil man dann draufkommt, dass das behinderte Kind oft ganz besondere Möglichkeiten, Fähigkeiten und Chancen hat, die man in der Sonderschule begräbt, wegschiebt, keine Chancen. Das Gleiche gilt jetzt für Kinder, die nicht mit der deutschen Muttersprache aufgewachsen sind. Und da sind so viele talentierte junge Leute, blitzartig, meine Frau und ich betreuen einen syrischen Buben aus Damaskus, der vom Krieg zu Fuß davon gerannt ist, über den Balkan bis nach Wien. Der ist jetzt in einer Friseurlehre, der redet blendend Deutsch und ist unglaublich beliebt im Betrieb, den würden sie nie weglassen. So, und dann habe ich zu tun mit einer Bundesregierung, wo ich feststelle, als Sicherheitspolitiker, dass die Falschen abgeschoben werden und die Falschen hier behalten werden. Das ist nämlich das Verrückte. Statt den salafistischen Hasspredigern, die alle abgeschoben werden, werden talentierte junge Burm und Maden abgeschoben, die gelernt haben und die bald so weit sind, dass sie hier arbeiten und Steuern zahlen. Wer das versteht, dass so ein Unfug, ein unmenschlicher Unfug getrieben wird? Und wissen Sie, was der Punkt ist, warum das passiert? Nicht, weil wir die einen brauchen und die anderen nicht brauchen. Ich unterstelle nicht einmal dem Herbert Kickl, dass er sagt, wir brauchen keine tollen Lehrlinge, wir brauchen salafistische Hassprediger. Nicht einmal der Herbert Kickl sagt das. Sondern, wissen Sie, was das verrückt ist? Die Lehrlinge, die erwischt man, die sind am genau. Arbeitsplatz und die kann man unglaublich leicht und widerstandslos abschieben, die wehren sich auch nicht. Die salafistischen Hassprediger, die findet man nicht so leicht. Das ist ein Riesenaufwand. In der Moschee. Und da sage ich mal, Schluss damit und wirtschaftliche Vernunft und Menschlichkeit gehören gerade in der Bildung zusammen und das funktioniert. Vielen Dank, Herr Pilz. Sehr gut. So, wir kommen zum Schluss. Meine Damen und Herren, unabhängig davon, wie viele Schmutzkübel in den kommenden 3 Wochen vielleicht da oder dort noch umgestoßen werden könnten oder ausgegossen werden konnten, nach der Wahl werden Sie ja miteinander wieder reden müssen und wollen sogar. Und wir möchten deshalb zu einem versöhnlichen Abschluss kommen. Und Sie bitten über den jeweils anderen, etwas Positives zu sagen. Jeder hat positive Seiten. Bitte. Nicht nur Nettes, sondern etwas Positives. Herr Kurz, was fällt Ihnen zu Frau Randy Wagner ein? Ganz viel Positives. Ich habe schon befürchtet, Sie sagen Peter Pilz, da hätte ich mir am schwersten gedacht. Bei allen anderen tue ich mir wirklich leicht. Insofern, ich kann es über die Randy Wagner sagen, über alle anderen jetzt schmälern kein es nicht, Problem. Ja. Also, was sagen Sie jetzt Positives über die Randy Wagner? Ja, wir haben uns schon oft ausgetauscht. Ich habe es jetzt nicht ganz fair gefunden, dass sie nicht nur mich, sondern die ganze Bundesregierung abgewählt hat. Aber ich schätze ihren Einsatz. Ich finde, dass sie eine gebildete, kämpferische und hoffentlich auch in der Partei erfolgreiche Frau ist, die als Gesundheitsministerin gut mit uns zusammengearbeitet hat. Und insofern, ja, es trennt uns politisch viel, aber das heißt nicht, dass man nicht auf einer menschlichen Basis ordentlich miteinander umgehen kann. Danke. Frau Randy Wagner, was fällt Ihnen zu Werner Kogler Positives ein? Ui. wirklich gut gelaunter, humoristischer Zeitgenosse, der mir vielleicht etwas zu oft versucht, die Welt zu erklären. Ja, aber wenn es was nutzt. Danke. Ja, aber danke. Herr Hofer. Herr Hofer, Sie hatten ja heute schon viel Zeit, sich an Frau Meindl-Reisinger zu gewöhnen. Was fällt Ihnen Positives über Frau Meindl-Reisinger zu sagen ein? Ja, ganz viel. Sie ist erstens mit der Westbahn gekommen heute. Und sie ist eine sehr engagierte Politikerin, die es auch schafft, diesen wirklich schweren Beruf und Familie mit 3 Kindern unter einen Hut zu bringen. Das verdient wirklich großen Respekt. Applaus.
So, was der eine gefürchtet hat vom anderen, drehen wir jetzt den Spieß um. Herr Pilz, Sebastian Kurz. Sebastian Kurz ist in dieser Runde mein absoluter Liebling. Und ich erkläre Ihnen auch warum. Gott sei Dank so als umgekehrt. Er ist einer der talentiertesten Politiker dieser Republik. Und indem er überall von mir davonrennt, wo es geht, macht er mir das größte Kompliment, was ein derartig toller Politiker einem Oppositionspolitiker machen kann. Wenn wir uns aber dann trotzdem treffen, führen wir ja durchaus spannende Debatten, bei denen ich schaue, dass ich das bessere Ende für mich habe. Danke. Dankeschön. Danke, Herr Pilz. Herr Kogler? Geht mir der Pilz? Nein. Nein? Ja, doch, können wir gleich anschließen. Ja. Also, bitte, können wir gleich anschließen. Meinl Reisinger über Peter Pilz. Ja. Ja. Also ich finde, nein. Ich finde es durchaus sehr unterhaltsam. Darf ich bitte selber denken? Danke. Also ich finde ja Ihre Reden durchaus unterhaltsam. Das wird mir fehlen. Aber warum? Sie und haben was ich lobend erwähnen möchte, ist, Sie haben einmal gesagt, Sie haben dazugelernt. Das freut mich. Gut. Fehlt, vielen Dank. Fehlt uns noch ein Loblied auf Norbert Hofer. Das wird der Werner Kogler singen. Das machst ja, du. Das machst aber, du. Wenn man das jetzt ohne Schlenkerer und Untergriffe versuchen würde, dann erinnere mich, das sind vielleicht drei Punkte jetzt, dann oder erinnere ich mich, dass er jedenfalls einmal war, und vielleicht kommt er gerade eben wieder dorthin zurück, aufgrund des Zeitgeists, durchaus ernstzunehmender und erkennbarer und engagierter Umweltpolitiker, das ist noch früher im Burgenland gewesen. Zweitens, dass in all den Bereichen, wenn die FPÖ gerade nicht regiert und wir als Grüne die Mehrheiten gesucht haben und ja immer in diesen Untersuchungsausschüssen und in den Rechnungshofausschüssen oft vorsitzführend waren, dass wir hier mit der FPÖ, aber namentlich an Einzelnen festgemacht, unter anderem am Kollegen Hofer, durchaus was weiterbringen. Ich sage das auch so, war nicht das erste Mal. Ja, und das Dritte ist, so seltsam das klingen mag, dass wir gerade dort dann oder auch bei ihm, in den Fällen, wo ich es versucht habe, so viel waren es dann zwar nicht, aber eine gewisse Handschlagfähigkeit feststellen kann, die man bei allen anderen in der Form nicht unbedingt antrifft. Danke. 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 Meine Damen und Herren, das war der große Schlagabtausch der Bundesländerzeitungen gemeinsam mit der Presse. Wir hoffen sehr, dass er für Sie informativ gewesen ist, auch unterhaltsam und dass er möglicherweise auch eine Entscheidungshilfe für den 29. September gewesen ist. Ja, wir empfehlen Ihnen jetzt noch hier zu bleiben, weil es gleich im Anschluss daran eine Analyse durch österreichische Spitzen innenpolitische Journalisten gibt. Einstweilen bedanken wir uns ganz herzlich bei den Kandidatinnen und den Kandidaten. Ich muss wirklich sagen, das war bisher die sympathischste, auch sachlichste Elefanten- und Elefantinnenrunde, die es bisher gegeben hat. Das ist ein blöder Ausdruck, aber es war wirklich eine gute Geschichte. Und deshalb würde ich Sie alle kollektiv mit einem großen Applaus verabschieden und uns herzlich bedanken. Danke. Wiedersehen. Dankeschön, wieder einmal. Ich würde ja sehr was Nettes eingefallen. Danke. Die Wunder sind ja nicht restlos, dass Sie das essen. Na bitte. So, es geht gleich weiter. Ich bitte Sie noch, hier zu bleiben. Wir haben jetzt noch ein
Intro und bitte das auch vielleicht abzuspielen. Die Regie. Ja. Und jetzt die Analyse des großen Schlagabtauschs mit Birgit Entner-Gerhold, Ressortleiterin Innenpolitik der Vorarlberger Nachrichten, Ulrike Weiser, Redakteurin Innenpolitik der Zeitung Die Presse, Alois Warner, Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung, Gerald Mandelbauer, Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten, Michael Jungwirth, Leiter Innenpolitik der Kleinen Zeitung und Andreas Koller, stellvertretender Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Ja. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir bitten um Ihre Analyse und das, was wir von Politikern verlangen, nämlich Zeitdisziplin, um die bitten wir auch Sie. Wir werden auch bei Ihnen die 2 Minuten einstellen. Und liebe Kollegin Entner-Gerhold, dürfen wir bei Ihnen beginnen? Ja, die Reihenfolge, glaube ich, ist da nicht so, wir sind da nicht so jetzt formalistisch. Dürfen wir bei Ihnen beginnen? Ist Ihnen etwas besonders aufgefallen? Waren Widersprüche dabei? War was besonders Neues für Sie dabei? Oder wie haben Sie einfach insgesamt, wie das so schön neudeutsch heißt, die Performance der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten erlebt? Also um das beginnende Vokabular von Sebastian Kurz zu verwenden, die Diskussion ist bestimmt nicht zu einem Theaterstück verkommen, so wie er gesagt hat, dass er das hofft. Es war eine spannende Diskussion. Man hat gemerkt, dass derzeit das Top-Thema auch durch den Hitzesommer der Klimawandel ist. Und es wurde auch ziemlich emotional der Klimawandel diskutiert oder die Klimapolitik. Die Klimafrage wurde auch als soziale Frage diskutiert. Da haben sich die Kandidaten schon deutlich unterschieden, auch in Fragen der Besteuerung. Was ich auch sehr spannend gefunden habe, war die Diskussion über den ländlichen Raum, über Föderalismus, über Fragen der Steuerhoheit. Da gibt es auch deutliche Unterschiede. Wenn die NEOS zum Beispiel einen ordentlichen Föderalismus fordern, dann ist das sicher ganz etwas anderes als das, was derzeit besteht. Und da gibt es sicher auch andere Ansichten dazu, was sich auch hervorgetan hat. Hat Birgit vielleicht nur eine Nachfrage, dass doch der gemäßigte Umgangston im Vergleich mit vergangenen Diskussionen, wo sich die Damen und Herren ja nahezu tatsächlich bekämpft haben, befetzt haben, war der irgendwie auffällig? Also hier hat man so den Eindruck gehabt, aber ich weiß nicht, wie es im Publikum angekommen ist. Also das war jedenfalls auffallend, dass es sehr gemäßigt war. Es gab ein kleines Hickhack hin und wieder, natürlich zwischen Beate Meinl-Reisinger und Norbert Hofer zum Beispiel oder Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner, aber es war sehr gesittet. Ich glaube allerdings auch, dass das unter anderem mit der Zeitdisziplin zu tun hatte. Jeder hat hier eine große Uhr und weiß, dass die Zeit läuft und dass man es womöglich besser mit den eigenen Standpunkten verwendet als mit den anderen. Danke. Andreas Koller, Salzburger Nachrichten. Ihre Analyse? Ja, ich muss grundsätzlich sagen, dass dieser Wahlkampf, das macht mich nervös, da läuft ja auch eine Uhr. Ja. Ich muss grundsätzlich sagen, dass dieser Wahlkampf eigentlich schon viel zu lange dauert und noch sehr lange dauern wird. Ich meine, kann also die Briten, wenn die jetzt das Unterhaus auflösen, können sie am 15. Oktober wählen. Wir schleppen uns da von Mai bis September und tun Wahlkämpfen. Und das war jetzt noch nicht die Analyse der heutigen Diskussion. Nein, ich finde nämlich, dass diese heutige Diskussion Gott sei Dank erstmals nicht nur sich um den Wahlkampf als solchen gedreht hat, also wer hat welche Spenden kassiert, wer hat in Ibiza was angestellt, sondern wirklich um Themen. Nämlich, und das war ganz überraschend, es kamen Themen auf den Tisch, die ich noch überhaupt nie gehört habe im Wahlkampf, also ländlicher Raum zum Beispiel. Ich weiß jetzt, dass der Herr Pilz eine Schnitzelsteuer haben will. Das sind interessante Informationen. Ich meine, das klingt jetzt ironisch, aber ich halte das für hochinteressant. Und Wadelbeißereien kam mir nicht vor, da bin ich ganz bei der Kollegin Entner. Man kann auch nicht sagen, wer diese Diskussion gewonnen hat. Also die haben alle gut ihre Punkte rübergebracht,
alles andere wäre ja erstaunlich, nicht? Das sind ja Profi-Politiker. Aber ich glaube, es ist so, dass jeder von Ihnen, jeder von uns sich jetzt denken kann, ja, dieser Politiker hat eher das Programm, das mir entspricht, oder diese Politikerin. Also darum, glaube ich, war das ein Stück Aufklärung für die Wähler. Und ich habe es eigentlich, das sage ich jetzt nicht nur als Werbung, damit mich der Chefredakteur lobt, ich habe es sehr gut gefunden. Danke. Danke. Vielleicht kannst du gleich weitergeben zu Michael Jungwirth und dann gehen wir die Reihe da rüber. Michael, deine Analyse, dein Eindruck. Ich muss aufpassen. Ich kann ja nichts mehr überraschen auch. Man kann ja nicht erwarten von solchen Diskussionen, dass sie großartige Erkenntnisse hervorbringen oder Neuerungen, oder? Das nicht, aber ich muss mit der Gefahr, dass ich mich wiederhole, ich muss sagen, es war wirklich eine sehr belebende und sehr erfrischende Diskussion und es hat aber in erster Linie mit euch beiden zu tun, das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, weil ihr mit der nötigen Strenge und dann mit der nötigen Gelassenheit, Leichtigkeit das gemanagt habt, zum Zweiten, weil ihr auf die Zeitdisziplin geschaut habt und zum Dritten, da wiederhole ich mich, weil ihr Themen angeschnitten habt, die sonst nicht behandelt waren. Also die Frage des ländlichen Raums ist bis dato noch nie behandelt worden und es war doch eine wahnsinnig spannende Debatte aus meiner Sicht. Auch die ganze Klimadebatte und mein Eindruck war immer, es war bei vielen Politikern immer ein bisschen so die Angst in den Argumenten, in den Vorschlägen, ein bisschen die Angst vor österreichischen Gelbwesten. In der Frage des Umweltschutzes, wo alle gesagt haben, wir müssen aufpassen, auch der Herr Kurz, dass die Pendler aus dem Waldviertel nach wie vor nach Österreich, nach Wien hineinfahren können. Also die Angst nach Wien hineinfahren können. Also die Angst, dass scharfe Klimaschutzmaßnahmen, erhöhte CO2-Steuern zu sozialen Problemen führen und auch dann im Kontext der Debatte über den ländlichen Raum, dass man schauen muss, dass man den ländlichen Raum ernst nimmt, dass man den kräftigt und dass der nicht abgehängt bleibt, weil das wirklich ein politisches, brisanten hochpolitischen Problem werden kann. Wir hatten jetzt die Wahlen in Deutschland, in den neuen deutschen Ländern. Es ist das nicht ganz vergleichbar, die Geschichte ist eine unterschiedliche. Aber die Angst und das Problem, dass Politiker die Regionen, die Leute draußen nicht verstehen, das ist wirklich ein großes Problem und gefährdet wirklich die Demokratie. Und das ist, glaube ich, relativ schön auch rausgekommen, dass sich zumindest diese 6 Spitzenkandidaten dieses Problems bewusst sind. Danke, Michael Jungwirth von der kleinen Zeitung und vielen Dank auch für das Lob. Gerald Mandelbauer, Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten, bitte. Noch einmal ein Lob, also ich muss das anbringen, ich habe etwas Zweites geschafft an diesem Abend. Ich habe versucht, die Personen oder den Charakter der politischen Figuren auch durch euren Einstieg herauszustellen. Ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen nicht minder wichtig, weil wir in einer komplexen Gegenwart leben und viele von uns sich überfordert werden. Und was tut man, wenn man überfordert ist? Man reduziert die Dinge und da klammern sich viele, auch Wähler, weniger an Programme, sondern an diejenigen, die diese Programme vertreten. Und das habt uns hier heute dadurch gleich gemacht, dass man auch auf die Personen und auf die Charaktere eingegangen ist. Das war das Erste. Bei mir sind auch ein paar wunderbare Bonmots haften geblieben. Also unsere Politiker sind auch im Wienerischen, würde es heißen, Hutschenschleuder. Also da könnte man mit einigen von ihnen ein Kabarett bestücken. Männer Teilzeit, Frauen Vollzeit. Keine Sozialpolitik an der Zapfsäule und so weiter. Was mir von der Substanz her als am wichtigsten erschienen ist, war diese Landflucht, das Thema des innerösterreichischen Finanzausgleiches. Und ich glaube, Sie beschäftigen mich als Journalist immer schon mit Vorliebe, auch mit diesem Thema. Das ist eine Kernfrage. Der Finanzausgleich ist deswegen so, also ich habe den Verdacht, deswegen so kompliziert geschrieben, damit der Mühlviertler nicht versteht, dass er um vieles weniger wert ist als ein Städter, um nicht zu sagen ein Wiener. Und diese Fragen müssen gestellt werden. Und damit komme ich zum Letzten. Ich bin studierter Ökonom und mir geht bei allen diesen Debatten, ich weiß, dass Wahlkampf nicht die Zeit der fundierten Finanzanalyse ist, aber mir geht bei all diesen Vorschlägen, die da kommen und bei allen Ideen, immer die Antwort darauf ab und wer sie das alles zahlen. Wir leben in Zeiten, nicht mehr in Zeiten der Hochkonjunktur,
aber in Zeiten der allerhöchsten Steuerannahmen und trotzdem schaffen wir es nicht, im Budget einen Überschuss zu erwirtschaften. Und das ist ein Hauptproblem. Danke, Gerald Mandelbauer von den Oberösterreichischen Nachrichten. Und jetzt kommen wir zu Ulrike Weiser von der Tageszeitung Die Presse. Bitte. Dankeschön. Ich sage jetzt nicht, wie toll diese Diskussion war und die Diskussionsleitung, um die Zeit ein bisschen zu nutzen, obwohl ich es natürlich toll fand, muss ich dazu sagen. Mir ist, gerade weil es so eine sachpolitische Debatte war, aufgefallen, dass es eigentlich nur zwei Parteien gibt, die einen sehr klaren sachpolitischen Fokus haben. Das sind die Grünen mit nur nahe dem Klimathema und die Neos mit der Bildung. Bei den anderen könnte ich es nicht ganz klar sagen, wo man den Schwerpunkt legt. Also so wie die ÖVP im vorigen Wahlkampf einen Fokus gelegt hat auf Migration und Integration, so etwas wäre mir diesmal bei der ÖVP zum Beispiel nicht aufgefallen, aber auch nicht bei der SPÖ oder den anderen. Interessant fand ich, wie die Kollegen und Kolleginnen auch die Frage nach dem ländlichen Raum, fand es aber erstaunlich, dass dafür, dass die Kandidaten und Kandidatinnen sagen, sie sind so viel unterwegs im ganzen Land, die Konzepte eigentlich nicht so umfangreich oder nicht so super durchdacht waren. Bei manchen waren sie auch fast ein bisschen anekdotenhaft. Da finde ich, das ist ausbaufähig. Also wenn die Frage das nächste Mal in einer Diskussion kommt, gibt es vielleicht da ein bisschen was Gehaltvolleres dazu. Markant fand ich diesmal bei der schon oft diskutierten Klimafrage, dass man sehr schön gesehen hat, wie sich da so die Lager teilen. Der Peter Pilz und auch der Werner Kogler haben das ganz gut auf den Punkt gebracht. Ist es möglich, dass man eine ökologische und gerechte Steuerform macht? SPÖ, FPÖ und ÖVP sagen eigentlich nicht, weil da kann man Leute vergrätzen. Die anderen sagen, wenn man es ernst meint, muss man es machen. Und da hat man dann schon gespürt, dass vielleicht dann auch bei der SPÖ und der Ansage Sozialpolitik über die Zapfsäule machen, die da Peter Pilz kritisch angebracht hat, dass da schon was dran ist. Wie ernst nimmt man eigentlich das Klimathema? Vielen Dank, ja. Kollegin Weiser. Kollege Warner von der Tiroler Tageszeitung, bitte um Ihre Analyse. Ja, danke schön. Es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Das hole ich jetzt nach. Auch ich muss euch loben als Mitveranstalter. Ich glaube, ist das schon auch unsere Pflicht. Aber eine sehr spannende, sehr sachliche Diskussion hat sich wohltuend von anderen Diskussionen, die wir auch schon im Fernsehen gesehen haben, abgehoben. Hat an eurer Diskussionsführung gelegen, aber wahrscheinlich auch natürlich, dass die Worte Ibiza, Korruption und so weiter nicht offensiv angesprochen worden sind. Zu den Hauptthemen, weil die große Frage jetzt nach der Wahl dann wird ja sein, wer mit wem, vor allem nach den Umfragen, wahrscheinlich mit Sebastian Kurz. Bei der Ökosteuer ist es mir vorgekommen, als wenn SPÖ und FPÖ fast auf einer Linie mit Kurz waren. Bei der Bildung und so weiter habe ich ein wenig den Eindruck gehabt, ja, da ist vor allem die ÖVP mit der FPÖ, wie auch in anderen Themen, sehr auf einer Linie. Bei verschiedenen Themen würden wir uns wahrscheinlich sehr gerne weitermachen, wenn da nicht diverse andere Probleme wie der Herr Kickl oder diverse Einzelfälle wären. Dankeschön. Die Koalitionsfrage hatten wir natürlich auch vorbereitet, wollten wir auch stellen, aber es ist ja so, eine ehrliche Antwort oder eine überprüfbare Antwort kriegt man vor einer Wahl nicht, hängt natürlich auch maßgeblich dann vom Wahlergebnis ab. Deshalb haben wir diese dann auch angesichts der Zeit streichen müssen. Wir haben auch ganz bewusst die Themen Ibiza, Parteispenden, Schreddern, Hacken und was immer ausgeklammert und nicht angesprochen. Aus gutem Grund. Erstens, ist es ohnehin in der Vergangenheit zur Genüge dargestellt und diskutiert und gestritten worden und es wird wahrscheinlich in den kommenden 3 Wochen weiter gestritten. Und wir haben einfach gesagt, wenn wir was machen, dann möchten wir eine möglichst sachliche Diskussion haben. Antonia. Ja. Ja. Dankeschön, das war's jetzt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, danke Ihnen für die Analyse. Wir bedanken uns bei Ihnen als Zuhörer hier im Landestheater in Salzburg, bei den Menschen, die via Livestream bei uns dabei gewesen sind und
auch bei den Fernsehzuschauern, die jetzt dann im Nachspann ab 19 Uhr unsere Diskussion auch verfolgen können. Ja, danke allen Mitwirkenden. Danke Ihnen, dass Sie ein tolles Publikum waren. Und zum Schluss sagen wir immer im Namen aller 6 Zeitungen, das Leben ist zu kurz, um schlechte Zeitungen zu lesen. Auf Wiedersehen und verlassen Sie das Theater. Danke.